Hallo und herzlich willkommen zum Geekpool Audiolog. Mein Name ist Florian Blind und mit dabei Patrick Herzer und Arne Schreiber. Hallo. Moin. Raus vom Walde komme ich her und das ist noch nicht mal gelogen. Ja, will ich jetzt genaueres wissen oder will ich das nicht? Nee, ich hab's nur gerade zeitlich noch geschafft zu kommen, weil ich versuche mich gerade wieder ein bisschen in Form zu bringen für Firmenlauf, etc. Und ich habe jetzt angefangen zu joggen wieder. Und ich habe auch angefangen zu joggen, tatsächlich. Es ist die Hölle. Ja, meine Beine tun andauernd weh. Siehst du was? Ich habe nicht angefangen zu joggen. Und ich spiele auch keine AFK Arena. Das wird mir ewig nachhängen. Aber sag mir halt ein gutes Handyspiel. Ich habe halt sonst nur Rollercoaster Tycoon drauf. Yu-Gi-Oh! Duel Links? Tappen? Tappen habe ich mir tatsächlich auch runtergeladen. Ich finde, was nervig bei Tappen ist tatsächlich, ich finde den Bildschirm doch ein bisschen zu klein, um das alles ein bisschen zu managen, wenn du ein Deck bauen willst. Ja, okay, ich kann mich halt in Sachen Bildschirmgröße bei mir nicht beschweren. Ne? Mit dem Samsung S9. Ich habe auch ein S9, aber trotzdem ein bisschen fummelig. Das Deck würde ich halt gerne am PC irgendwie machen, aber naja. Ich habe es auf dem Handy, habe es aber bisher kaum gespielt. Langrisser soll echt gut sein auf dem Handy. Habe ich ausprobiert. Es ist nett, aber hab nicht wirklich so die Muse gehabt, beizuspielen. Es ist halt kompliziert. Es räumt mit Fire Emblem Heroes halt den Boden auf. Weil das halt nicht weich gespielt ist. Ja, Langrisser. Ja. Ist halt ein rundenbasiertes Rollenspiel-Strategiespiel. Kommt von den ersten paar Spielen der Serie nicht irgendwie eine Umsetzung für Switch raus? Oder ja, so eine Langrisser 1 und 2 kommt für Switch und PS4. Ja. Zum ersten Mal damit nach Europa und ich glaube auch nach Amerika, weiß ich nicht genau. Aber die sollen halt echt cool sein. Ja, es sieht auch verdammt cool aus. Ja, es ist im Grunde Fire Emblem. Ja. Also falls man mit Fire Emblem was anfangen kann, kann man da auch mal reingucken. Ja. Was auch ziemlich nett ist, ist Epic 7. Das sagt mir gar nichts. Das ist auch wieder so ein Hero-Collector. Da sich auch wieder fast von alleine spielt. Aber da muss man ein bisschen mehr machen. Und Summoners War, was ich auch noch immer mal wieder zocke. Ja gut, sonst, ich habe halt... Monument Valley? Habe ich schon gespielt. Genauso wie The Room. Wenn du jetzt The Room sagst, dann habe ich das auch schon gespielt. Monument Valley 2? Habe ich noch nicht gespielt. Dann die ganzen Go-Spiele. Also Lara Croft Go, Deus Ex Go und was habe ich vergessen? Habe ich leider schon alle gespielt. Ich meine nur, es gibt einige gute Es gibt schon einige gute Spiele, aber es geht halt darum, jetzt wieder welche zu finden, die ich noch nicht gespielt habe, wohl eher. Ja, sonst fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Allgemein finde ich ja meistens, dass die Spiele, die ein bisschen Geld kosten, besser sind, weil du da nicht diese Einschränkung hast. Ja. Die meisten Spiele sind halt irgendwelche Hero-Collector-Geschichten, ne? Ja. Das stimmt schon und ich habe auch nie gedacht, dass mir sowas Spaß macht. Ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Wenn ich jetzt noch ein gutes Pachinko-Game spiele, dann brauche ich eigentlich gar nicht nach Japan. Ja, wofür du auch nicht nach Japan gehen musst, du musst nur ein bisschen länger warten, ist Story of Seasons Friends of Mineral Town. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass dieses Spiel in unseren Hype-Index einzubauen. Ja, wenn ich jetzt schon wieder fucking Gears of War 5 sehe, Alter. Richtige Aggression, ey. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier Animal Crossing, was du über New Horizons sehe, ne, dann oder da zum Beispiel hier, wie heißt es? Astral Chain, ne? Animal Crossing, ich sehe kein Animal Crossing, ich sehe nur Animal Croissant. Croissant, ja. So, also, da würde ich jetzt halt mal easy sagen, COD Modern Warfare raus. Also ich sehe gerade, also das sind 26, Modern Warfare ist raus. Ah, okay. So, das ist dann, die Liste. Ja, dann würde ich es ans Ende der Liste schieben. Boah, nö, also ich persönlich freue mich da schon sehr drauf. So ja, dann so würde ich es ans Ende der Liste schieben. Scheint es darauf hinaus zu laufen, Pokémon für ein Schild rauszuwerfen, ne? Ja. Oh mein Gott.
Ja, okay, ich würde mich mit dir einigen zwischen Trials of Mana und Luigi's Mansion 3. Ich muss mal gucken, wo es überhaupt ist. Ganz unten. Nö. Nö. Ich sehe das schon so. Sehe ich es noch vor Fire Emblem oder nach Fire Emblem? Ah, ich sehe. Ja, du musst aber Nicht? halt die Hype-Liste, du darfst da nicht jetzt halt deinen, Ich bin da gar. du darfst da jetzt nicht mit deinem Otaku-Kopf denken. Du Ja, musst was da. für einen Kopf denkst Gut, du denn, wenn du Gears of War es ist 5 eure reinhaust? Hype-Liste. Das heißt, er kann im Kopf denken, wie er Ja. möchte. Ja, Scheiße. siehst du? Finde ich jetzt aber halt nicht gut, ne? Ja, ich finde auch nicht gut, dass du Gears of War 5 freigeballert hast. Und Ja, weil. dafür ne? Tales of Arise rausgeballert hast. Ja, sorry, es passiert schreckliche Dinge, das ist aber halt so. Es werden noch mehr Games rausfliegen. Trials Ich of würde Mana wird sagen, wahrscheinlich auch irgendwann rausfliegen. zwischen Fire Emblem und Astral Chain, für mich. Das ist für dich, okay. Vielleicht können wir uns ja einigen und es unter Gears of War 5 einordnen. Aber für mich hat es, ich kenne das Spiel nicht. Das ist wieder so ein Japano 100-Stunden-RPG. Das ist niemals besser als Hollow Knight Silksong. Niemals. Na, wenn du danach gehst, was denn besser ist. Das wird mir nie, niemals würde mir das mehr Spaß machen als Hollow Knight. Es wird Ja, mir. kann mir doch egal sein. Ja, aber das ist Da ja nicht. sind Haufen Spiele drauf, die mir niemals Spaß machen. Zum Beispiel 12 Minutes. Das ist wieder so ein Arzi-Fazi-Ding. Das wird Kunst. Ja, mit Kunst kann ich halt nichts anfangen. Du Ich würde bist halt so ein meine. Kratzer. Ja, ne? Und sonst Nee. ist ja auch Animal Crossing nicht drauf, Alter. Ja, dann, also also zwischen Fire Emblem Three Houses und Astral Chain sag ich nein. Ja, ich sag Da dazu müssen wir uns schon. irgendwie einigen. Da unten im letzten Drittel, da sag ich halt nein. Ja, aber es wird halt scheiße. Das kann mir doch egal sein, ich freue mich drauf. Ja, dann schreib das in deine Liste ganz oben rein, aber nicht in unsere gemeinsame. Das ist Müll, das ist über Story of Seasons. Oh Gott, nein. Das ist noch nicht mal ein RPG, das ist Das eine ist ein Harvest Bausimulation. Moon Scheiß. Es ist Harvest Wie Moon. eben nicht? Ja, aber Naja, eigentlich eben nicht mehr. dann spielt doch halt Stardew Also Valley. in Hab ich Japan ja heißt es schon. ja immer noch Harvest Moon sozusagen. Also ist ja nur im Westen dieser Heißt Satz. es in Japan Harvest Moon? Nein, da heißt es Monogatari irgendwas. Ja, Aber also da ist der Story Name of gleich Moon. geblieben. Ja, ist klar. Das hat sich ja so aufgesplittet. Ja, wir müssen uns da jetzt aber halt einigen, Patrick, ne? Und. Wir müssen uns Nö. eigentlich. Ich rechne eigentlich immer noch damit, dass Florian irgendwann reinkrätscht und dann irgendwie eine Einigung Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Deshalb versuche ich das auch so lange wie möglich hinauszuziehen. Vielleicht ist es besser, wenn ihr euch einigt, bevor ich mich einmische. Nee, Wieso? Landet es dann noch weiter oben? was hab ich gesagt zwischen Fire Emblem und Astral Chain? Ja, Ja? gut, ich würde sagen, nach Astral Chain. Also zwischen Astral Chain und Ghost Recon. Okay, Leider das ist für eins weiter unten, da gehe ich Ja. mit. Okay, Das war das war einfach. Ding, was ich hab, das war doch ganz einfach. Ja. So. Wie random war das denn jetzt? Okay. Was mir an sich egal ist, weil ich, wenn ich die Wette gewinne, hau ich sie raus. Kannst du ja nicht. Achso, ich kann es nicht mehr raushauen, ne? Ja. Haha. Ja, dann muss halt alles ab jetzt über Astral Chain rein. Und dann ist es am Ende immer noch draußen. Haben wir überhaupt noch so viele Wochen übrig im Jahr? Könnte hinhauen, ja. Muss halt jetzt jede Wette gewinnen, aber das mache ich Achso, Schwert und Schild müsst ihr euch wegdecken. Das ist nicht mehr drauf. Okay. Carrion ist jetzt auf Platz 25. Ich muss aber auch wirklich zugeben, so sehr gehypt bin ich auf Pokémon nur wirklich nicht. Ja, es Also, geht. Bei mir ich ist es werde es besser halt, geworden ich über werde die es halt Zeit. spielen. Ich werde es halt spielen, aber der Hype stellt sich immer erst so ein, zwei Wochen vorher ein. Und ich höre meine eigene Stimme. Was ist da los, Florian? Kommt von Arne. Ich höre meine eigene Stimme nicht. Ja, ist richtig, weil du uns ein bisschen echost. Ist es jetzt besser? Patrick, Test, geht's noch? Test, Test. Test. Leiser, aber jetzt Es stört sich wohl. ist jetzt ganz gut. Das passt. So, einmal so ein kleiner Strich davor, damit ihr seht, wo es losgeht. So, das ist die aktuelle Liste. Ich lese sie einmal vor.
Platz 1, Keanu Reeves in Cyberpunk, Breathtaking, Elden Ring, The Last of Us 2, Breath of the Wild 2, Final Fantasy 7, Borderlands 3, The Other Worlds, Link's Awakening, 12 Minutes, Doom Eternal, Fire Emblem Three Houses, Astral Chain, Story of Seasons, Friends of Mineral Town, Ghost Recon Breakpoint, Animal Crossing, New Horizons, Halo Infinite, No More Heroes 3, Ghostwire, The Switch 2, Hollow Knight Silksong, Gears 5, Trials of Mana, Luigi's Mansion 3, Kakarot und Carrion. Und jetzt, damit sich keiner beschwert. Das zweite Spiel, was wir heute einsortieren oder eben nicht, ist Story of Seasons Doraemon. Ja, super, das wird jetzt nicht einsortiert, das könnt ihr mir am Arsch lecken. Ich habe schon das andere zugelassen, also jetzt muss mir der Patrick auch mal entgegenkommen. Ey, Doraemon, wäre nicht die Regel, dass ich irgendwas gegen was anderes austauschen könnte. Also, weißt du, was ich meine, ne? Hm. Diese komische Regel, die letzte Woche eingeführt wurde. Da hätte ich das irgendwie nur einfach mal aus Prinzip gegen irgendwas anderes rausgetauscht. Aber Doraemon kann mich sowas von am Arsch lecken. Gut, dann hat sich das geklärt. Dann, Arne, hast du irgendwas gezockt oder gesehen die Woche? Abgesehen von AFK Arena. Ich habe in einem Abend, obwohl ich arbeiten musste, die komplette Season Suits, Season 7 durchgesuchtet. Du. Dann habe ich Super Mario Maker gespielt, natürlich. Weil das ist immer geil, so mal eine halbe Stunde, das ist ja überhaupt kein Stress, macht mal einfach ein paar Level und dann ist es halt auch schon wieder gut. Und wenn ich mal ein bisschen länger Zeit hatte, dann habe ich mich tatsächlich jetzt an Sinking City gehockt. Oh. Und Atmosphäre? Atmosphäre ist da, ist super, aber es ist ein Spiel, was Zeit braucht und man muss halt auch verstehen, das kommt jetzt nicht von einem AAA-Entwickler. Nee, absolut nicht. Da sind Ruckler dabei, da geht mal die Framerate runter, das siehst du mal kurz ein Screen-Tearing oder so, oder halt auch unsaubere Texturen, aber das ist halt, wenn man das dann zusammen im groben Kontext sieht mit dieser düsteren Welt und so, dann geht das vollkommen in Ordnung, weil das irgendwie aus irgendeinem ganz komischen Grund passt es einfach halt dazu. Ne? Also da nimmt man das denen nicht übel, dass das nicht gepolished ist bis zum geht nicht mehr. Also von der Qualität her eher so wie ein Vampir oder was, was letztes Jahr rauskam. So in die Richtung, also genau. Also spielerisch ist es auch in die Richtung halt die Sherlock-Holmes-Spiele. Kein Wunder, das sind dieselben Entwickler, die haben halt fast vorher nur Sherlock-Holmes-Spiele gemacht. Nur halt mit ein bisschen mehr Budget hinter. Ja, und es ist halt kein Shooter in dem Sinn. Man hat zwar Waffen, aber man muss halt mit der Munition extrem haushalten. Es ist mehr ein Adventure. Ne? Also man das, was ich halt so geil finde, ich ziehe da jetzt mal die Brücke zu Kingdom Come Deliverance, was mich da auch halt so fasziniert hat. Man wird halt nicht wirklich komplett an die Hand genommen. Ne? Wenn man eine Quest hat, dann hast du da jetzt halt zum Beispiel in Sinking City, du hast da keinen Questmarker, der dir sagt, hey, lauf da hin. Sondern du musst halt rausfinden, indem du halt mit Leuten sprichst, indem du deine Hinweise durchliest, musst du halt rausfinden, wo du hin musst. Und dann kriegst du halt meistens irgendwie so Straßennamen, wie halt zum Beispiel, kann ich jetzt keinen Namen sagen, aber halt zwei Straßennamen und dann fährst du da mit dem Boot hin und versuchst halt da das Ziel ausfindig zu machen. Und in Kingdom Come ist es ja auch so, du wirst da auch nicht wirklich an die Hand genommen. Es ist knüppelbrutal, es ist knüppelhart und ja, es ist einfach, es macht mir einfach Spaß. Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Besonders, weil du ja ein großer Fan von, wie heißt der Autor? Lovecraft ist. Und es ist ja es spielt so ungefähr im Lovecraft-Universum. Es wird ja sehr viel angedeutet, ne? Ja, es wird nicht nur angedeutet. Also, ich meine, es sind ja auch, es gibt sozusagen eine diskriminierte Menschengattung, die in dieser Stadt lebt. Genau, das sind die Innsmouther und es gibt ja sogar die Geschichte von Lovecraft, Shadow over Innsmouth, Shadow over Innsmouth. Und es sind schon direkt, also es ist nicht nur so angedeutet, sondern es sind halt auch wirklich fiktive Figuren praktisch,
aus den Geschichten vorhanden und viele Andeutungen auf große Alte und sowas ist alles da. Cthulhu, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, sondern nur in der Vision, ist auch da, ist richtig krass. Es zieht mich ein bisschen mehr in den Bann als Call of Cthulhu, was auch unglaublich krass war. Also für einen Lovecraft-Fan super. Aber halt, Call of Cthulhu war ein bisschen mehr gepolished, sagen wir es mal so. Das hat ein bisschen reibungsloser. Der Ablauf war ein bisschen reibungsloser als jetzt bei Sinking City, aber ich kann mich nicht beschweren. War ja, glaube ich, auch ein größerer Publisher hinter, auch wenn der Entwickler, glaube ich, auch relativ klein war. Ja, war auch relativ klein. Das kam ja dann auch, ich glaube, zur selben. Nee, aber ist ja Focus, glaube ich, gewesen. Focus Home Entertainment, die das gepublished haben. Ja, ich glaube, der Entwickler war tatsächlich der vorher die Handball-Manager-Spiele gemacht hat oder so. Das war, glaube ich, ihr erstes großes AAA-mäßiges Spiel. Ja, Focus Home Interactive ist dahinter und Cyanide Studio. Ne, die haben diese Sticks gemacht. Stimmt, und Sticks hatten noch gemacht, das war ihr erstes Blood großes. Bowl. Ja, Blood Bowl war ja auch eher so ein kleiner. Ja, es ist so ein kleines Titel, Football. Kleiner Titel. Das ist eher so Fanservice, weil das ist ja anscheinend auch ein richtiges Tabletop-Spiel. Ja. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte sagen, wie sieht's bei euch aus, aber dann. Ja, passt ja. Ich habe die totale Antithese zu Sinking City gespielt, Borderlands 2. Ich spiele Krieg mit einem Bild. Wenn ich einen haue, dann explodiert der und alle anderen explodieren auch mit. Alle anderen Gegner drumherum. Das macht so Spaß. Okay, das klingt aber ein bisschen overpowered merkwürdig. Ja, es ist, der Sinn des Spiels ist halt irgendwie, seinen Charakter so hochzuziehen, dass er dann irgendwann richtig overpowered ist. Spielst du dann immer noch hier das Update, das DLC, oder bist du damit schon durch? Damit bin ich auch schon durch. Also, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, irgendwie auf Level 80 zu kommen. Maximal Level, ne? Achso. Ja, und zwischendurch spiele ich dann immer noch Dragon Quest Builders 2, was sehr viel Spaß macht und sehr groß ist. Wirklich sehr, sehr groß. Dragon Quest Heroes. War das das für die Switch? Ja, ne? Ja, Heroes war das Dynasty Warriors Ding. Ah, ja. Builders ist halt das Minecraft Ding. Okay. Bei mir war jetzt nicht so viel. Ich habe ein bisschen Earth Defense Force 5 gespielt. Auf PC. Ich habe Stranger Things 3 relativ weit geguckt, aber noch nicht durch. Ah, okay, ja, okay, das habe ich auch geguckt, aber ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, oder? Könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Ah, okay, aber da bin ich auch schon durch. Nicht drüber. Ja. Was hast du gezockt? Sonst habe ich Magic the Gathering Arena noch gezockt, gerade relativ viel, und ein bisschen weiter Dark Souls. Und ich habe ein Problem. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ja, geht gut. Ich wollte es gerade sagen. Nicht, dass ich sterbe, das ist nicht das Problem. Du weißt ja, ich habe ja hier dieses Drachenschwert, ne? Wo du was auf den Schwanz von dem Drachen machst. Ja. Da habe ich zufällig irgendwie in der Beschreibung gelesen, dass es eine wahre Kraft rausholt, wenn du es in beiden Händen führst. Ja. Da wollte ich mal gucken, was denn passiert, wenn ich zuschlage in beiden Händen. Du musst einen schweren Angriff machen. Richtig. Ja. Das habe ich gemacht beim, wie heißt das, Feuerlingsschrein? Ja. Am Anfang. Und da sitzt doch ein NPC. Oh. Nein. Ja. Lebt der NPC noch oder hast du ihn gekillt? Der lebt noch. Jetzt die Frage. Weil er mir gewaltig auf die Eier geht. Soll ich ihn killen oder soll ich ihn nicht killen? Welcher NPC, welchen meinst du? Lothric? Oder meinst du den, der ganz am Anfang dich in Empfang nimmt? Ganz am Anfang, glaube ich. Der sitzt halt einfach nur auf dem Lagerfeuer. Ja, willst du wissen, was passiert? Der geht dann in die Untiefen, der fährt dann mit dem Aufzug darunter. Und ich weiß nicht, er wird halt dann auch so ein Untoter und greift dich halt an, wenn du das nächste Mal nach New Londo gehst. Also töten tust du so oder so irgendwann. Ja. Da hast du. Weil er geht mir schon ziemlich auf die Eier, weil ich kann halt das Ding nicht mehr benutzen, wenn er mich immer angreift. Aber pass auf, mit dem Schlag, der schwere Schlag, der zieht unglaublich von der Durability deiner Waffe ab. Ist mir aufgefallen, meine Waffe zerstört.
Okay. Ja, gut. Alles richtig gemacht. Dann ist alles gut, weil ich. Aber du kannst ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das ist, aber du kannst ja irgendwo um Vergebung bitten. Kann ich dann NPCs wieder unaggro machen? Damit. Ja. Das ja, kostet aber fucking 9000 Seelen. Ja. Und das ist an dem Zeitpunkt, gesagt, wo ich gerade bin, relativ viel. Der hat keine wirklich große Questline. Den triffst du halt unten dann in New London nochmal, wo er dich einfach attackiert. Okay, dann ist das geklärt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, Patrick, hat er eine richtige Questline? Nee, der nicht, nee. Wo bist denn du gerade? Hast du schon die Glocken geläutet, beide? Nee, erst eine. Okay. Dann folgender Tipp von mir, dieses Drachenschwert wird irgendwann total unnütz. Ja. Das kann durchaus sein. Das ist nur ein Tipp, das ist, Ich habe nur gerade keine andere Waffe, die andersweise Schaden macht, im Vergleich. Ja, willst du eine Waffe von mir hören, wenn du den Easy-Mode aktivieren willst? Ich will keinen Easy-Mode aktivieren. Ich habe gefühlt, mit Drachenschwert für den jetzigen Moment schon leicht einen Easy-Mode, habe ich das Gefühl. Ja, du bist auch gerade, das Drachenschwert ist bis nach Anor Londo komplett overpowered. Nach Anor Londo wird es schwierig. Ja, einfach mal, ich will einfach mal schauen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich den Typen einfach killen kann, weil da geht mir sowas von auf die Arme. Aber dann weiß ich jetzt, wie weit du bist und dann weiß ich, worüber du dich nächste Woche aufregst. So, Ja, genau. Denkst du auch gerade an Anor Londo? Ich denke eigentlich an Schandstadt. Schandstadt, du spielst es ja nicht auf einer PS3, oder? Ich spiele Remastered auf dem PC. Ja, dann hast du Glück. Ja, Schandstadt war früher ein Ruckelfest. Ich weiß, ich habe es ja schon mal auf X360 gespielt und dann irgendwann aufgehört. Ach, Gottchen. Ich bin jetzt auch schon, also ich werde ständig vergiftet und bin deswegen auch schon angepisst. Und ich habe noch kein zweites Bonefeuer gefunden, weshalb ich immer wieder zu dem scheiß Wichser, ich tue mich jetzt nicht raus, gespawnt werde, der mich dann wieder angreift und ich von ihm weglaufen muss, bis ich bei diesem scheiß Fahrstuhl bin. Warte, du bist beim Fahrstuhl und hast noch kein zweites Bonfire. Ja, ist das der Giftort? Ach. Ist das, Ach, du gehst wahrscheinlich über New Londo und über den, hier mit, wo du den Schlüssel brauchst und dann den Hintereingang sozusagen, ne? Wo die Trolle sind. Richtig. Also nicht über die Kanalisation gehst du rein. Ach so, du bist schon in Schandstadt. Ich habe keine Ahnung, von welcher Kanalisation du sprichst. Ich habe jetzt gedacht, also wie viele hast du mehr als ein Bonfire schon? Naja, allgemein schon. Ich war halt, allgemein eine Glocke habe ich ja geläutet. Ich meine jetzt in die Richtung zu Schandstadt da, den Weg. Da habe ich halt noch keinen neuen, bin ich immer beim Feuerlingsschrein, wenn ich da gekillt werde. Nee, auf dem Weg dahin ist auch keiner. Du musst da erst ganz nach runter. Richtig. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das Problem, was mich halt dann da nur nervt, ist halt, dass mich halt jedes Mal dieser scheiß NPC angreift, sobald ich wieder spawne. Ja, dann haust du halt um und gut ist. Dann mache ich das. Ich hatte halt Angst, dass es ein großer Fehler ist, mich nicht umhaue. Wenn du den Weg gehst, dann verpasst du halt fast ganz Schandstadt. Ja. Ja. Ja, muss ich mal gucken, weil ich gehe halt irgendwo. Du hast mich damals nämlich auch dadurch gelost, das weiß ich noch. Aber du verpasst halt gerade. Warte mal, lass mich mal durchzählen. 1, 2. Du verpasst 2 Bosse, die du legen könntest auf dem Weg. Tja. Also es ist halt sozusagen eine Abkürzung. Habe ich dich nicht da zu den Cupboard Demon geschickt? Das sagt mit den 2 Hunden? Der Bosskampf? Nee. Ja, das wäre halt der originale Weg, weil du bist jetzt ziemlich underlevelt, wenn du dann da unten ankommst. Ja, ich habe ja jetzt gegen die Trolle auch schon. Also, den muss ich backstappen, sonst habe ich gegen die kaum Chance. Dann schau dich doch mal in der Burg noch ein bisschen um. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Alles klar. So, genau, das habe ich gespielt. Dann würde ich sagen, wechseln wir zu den News. Ja, wir haben doch letzte Woche über die Switch Lite gesprochen. Ja. Jetzt lass uns mal über die Switch Pro möglicherweise reden, denn es wurde noch ein neues Switch-Modell angekündigt. Was? Ja, neues Switch-Modell nicht ganz, eher so ein Update. Die normale Switch, ja, aber mit neuen Teilen verbaut halt. Also es ist jetzt nicht so unter dem Namen Switch Pro oder irgendwie so. Richtig, so ist die bleibt Nintendo Switch. Die Verpackung ändert sich, dass du sofort erkennen kannst, sie ist jetzt rot, dass es halt die neue ist und es ist halt dieselbe Switch, nur sie hat längere Batterieleistung.
Ungefähr das Doppelte. Was noch ein bisschen mehr ist als die vom Light. Und ich habe, glaube halt ich, gelesen, 4,5 bis 9 Stunden oder irgendwie sowas. Ja, und die Light hat bis 7 oder so. Ja. Bei Switch ist es eh sehr unterschiedlich, was die Spiele spielen. Und wenn man Indie-Spiele spielt, dann kann das Ding sogar nochmal drüber hinausgehen. Es ist ja wirklich eine sehr große Schätzung. Meistens wird dann noch Breath of the Wild als Beispiel genommen, weil es halt das Standardspiel der Switch irgendwie ist. Ja, Leute können sich freuen, die sich jetzt kaufen. Die haben jetzt eine längere Batterieleistung. Dafür kann man die Switch ja, gut, ob das jetzt ein Vorteil ist. Ist die jetzt sofort rausgekommen oder kommt die? Nee, die kommt erst. Es gibt doch kein Datum. Die wird einfach nach und nach ausgetauscht. Ach so, okay. Genau. Ja, aber es ist halt mehr Batterieleistung, aber jetzt im Prinzip ist es ja kein richtig neues Modell in dem Sinne mit anderer Grafikkarte aber und sowas. Aber es kann sein, dass es trotzdem die Gerüchte zufolge der Switch Pro ist. Okay. Weil es gab, nachdem ja die Gerüchte des Switch Pro rausgekommen sind und gleichzeitig noch Gerüchte kommen, dass es vielleicht doch keine Pro ist, sondern nur eine normale Switch mit ein paar Veränderungen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall nicht auf eine Switch Pro warten. Es könnte sein, dass es nie eine kommt. Hm. Ja, des Weiteren, kennt ihr das, wenn eure Joy-Cons sagen, dein Charakter läuft nach links oder so, obwohl ihr nichts gemacht habt? Ja. Das kenne ich auch bei anderen Konsolen. Tatsache, ja. Ja, aber die Switch hat ja nicht, also bei anderen Konsolen ist es, Controllern ist es ja so, dass der Controlstick so ein bisschen schon nicht mehr ganz richtig ist. Ja, das hatte ich, warte mal, das hatte ich bei meinem Pro-Controller von der Switch. Da bin ich einfach ins Menü gegangen, habe die neu kalibriert, die Sticks, und da ging es wieder. Genau, das ist die Kalibrierung. Die Joy-Cons der Switch haben aber einen anderen Bug. Und zwar hat das mit Signalen zu tun, die halt ein Signal sendet, obwohl nichts ist. Das hat nichts mit Kalibrierung zu tun. Aber halt nicht im Docked-Modus, nicht im Handheld-Modus. Nee, nicht im Handheld-Modus. Das ist ein Problem, das ich auch schon hatte. Du kannst die Dinger einsenden, die werden repariert sozusagen, aber angeblich soll das nach Monaten wiederkommen. Ich habe das bis heute nicht gemacht, weil wenn du, ich habe halt gemerkt, wenn du keinen Router oder so in der Nähe hast, geht das auch so ganz gut und kein Handy. Ich hatte das Breath of the Wild relativ häufig, aber ja. Jedenfalls wurde jetzt hat jemand jetzt Nintendo angeklagt wegen diesem Problem. Weil sie das bis heute nicht klären, nicht gesagt haben, dass es unsere Schuld ist, etc. Weil sie halt ein Produkt verkaufen, was von Anfang an kaputt ist. Ist es ein Amerikaner, der dich verklagt? Ist es ein Amerikaner. Natürlich ist es ein Amerikaner. Ach, Mann, ey. Und der hat wahrscheinlich auch recht bekommen, gehe ich von aus. Nee, die Anklage wurde jetzt erst erhoben. Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht. An sich ist es schon ein Problem, wenn die Konsole rausbringen mit so einem Problem. Aber nicht jeder hat dieses Problem, nur scheinbar ein großer Teil. Ja, ich habe das Problem auch nicht. Also so in dem Ausmaß jetzt. Bei Zelda hat es teilweise schon sehr genervt bei mir. Aber sonst... Aber warte mal, wenn du die Joy-Cons abnimmst oder wenn du die drin lässt? Wenn du die Joy-Cons abnimmst, wenn du sagen im Docked-Modus spielst. Und dann nicht mit dem Pro-Controller, sondern mit dem Joy-Con-Hunde-Handle-Ding. Na gut, dann ist ja natürlich klar, dass ich das bisher noch nicht hatte, weil ich habe mir eine Woche, nachdem ich meine Switch hatte, irgendwie gleich den Pro-Controller geholt. Hm. Weil mit diesen Joy-Con und den Pad, da komme ich nicht so richtig zurecht. Liegt nicht so gut in der Hand. Ja, ich habe mir ja so einen Third-Party-Kabel-Controller geholt, mit dem ich eigentlich auch relativ zufrieden bin. Aber der hat halt keinen Rumble und keinen Gyro-Sensor. Ist auch Mumpitz. Muss ich ehrlich sagen. Ja, was haben wir denn noch? Habt ihr den Trailer gesehen zu Witcher? Ja, tatsächlich. Ah ja, von der Serie oder was? Richtig. Ja. Nope. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte erst so, das funktioniert so. Aber es sieht ganz gut aus, finde ich. Hast du Switcher, Witcher gespielt? Ich würde schon Switcher sagen. Witcher 3 habe ich nicht gespielt. Ich habe Witcher 2 gespielt. Okay.
Aber ich fand, wie ist er, Dave Cavalli? Ist das richtig? Wen meinst du? Der Schauspieler vom Henry Cavill. Mr. Superman. Ich war nah dran, nee. Aber das ist ja der Schauspieler von Superman. Richtig. Und ich finde, den haben sie gut hingeschminkt. Hm. Ich habe jetzt allerdings im Trailer noch keine Triss Merigold gesehen. Also keine rothaarige. Weiß jetzt nicht, ob die vielleicht halt uminterpretiert haben. Ja, ich würde aber wirklich nicht mal davon ausgehen, dass sie wirklich rote Haare hat. Frage ist, diesen ganzen Shitstorm mit Ariel. Die Frage ist, wie es in dem Buch ist, weil die Serie basiert ja auf den Büchern, nicht auf den Spielen. Ich habe tatsächlich das erste Buch hier. Ich habe es aber halt nur zur Hälfte gelesen. Und da sind es halt mehr so Kurzgeschichten. Aber ich finde den Trailer an sich gut, weil ich hab halt das Gefühl, dass da ziemlich viel Geld reingeflossen ist. Also die wollen jetzt halt eine Video- oder Buchverfilmung, die wollen das halt nicht in den Sand setzen. Die wollen halt auch natürlich so eine Art Game of Thrones ist jetzt vorbei, das geht in eine ähnliche Richtung, lass uns der Ersatz werden, so ungefähr. Indem man halt auch diese Qualität irgendwo versucht wiederzugeben. Der Schauspieler Henry Cavill wurde ja auch gefragt, ob der sich damit Witcher auskennt. Er sagte, er hat Witcher 3 ungefähr 50 Mal gespielt. Ob das hilft, wenn die Serie jetzt tatsächlich auf die Bücher basiert und nicht aufs Spiel, weiß ich nicht. Aber er kennt dann immerhin ein bisschen Geralt. Jeder hat Witcher 3 gespielt. Ich nicht. Bis auf Patrick wahrscheinlich. Ich hab's gespielt. Das Einzige, was ich da nicht gespielt habe, war ja Blood and Wine. Und das ist halt auch noch das Beste. Ja, wenn das ein Jahr nachdem ich das Hauptspiel gespielt habe, rauskommt und ich dann schon aus der Steuerung raus bin und hast du nicht alles gesehen, da habe ich echt keine Lust mehr drauf, ey. Ich hab irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn ich das nochmal raushole, dann wirklich alles auf einmal, ja, dann gerne nochmal. Kannst du ja gerne auf Switch nachholen, ne? Nee. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Ja, die DLCs habe ich ja schon. Achso, sehr gut. Erst mal gucken, wie es läuft. Ja. Ja, ich denke, es läuft okay, es sieht nur scheiße aus. Ich schätze mal, so wird es sein. Das klingt ja super. Das sind tolle Voraussetzungen. Aber wenn du das Spiel auf Handheld spielst, ist es wahrscheinlich, sieht es halt trotzdem geil aus. Kann ich mir vorstellen. Ja, davon gehe ich aus, aber ich werde es mir jetzt nicht nochmal holen. Für 60 Euro. Ob ich es mir nochmal holen würde. Ich habe halt das Spiel für PS4 im Schrank, habe es nie geöffnet. Da muss man wirklich auch nochmal dazu sagen, diese ganzen Ports auf die Switch, die sind dann auch noch überteuert, Alter. Irgendwie 60 Euro oder wird das wahrscheinlich kosten. Und ein 4 Jahre altes Spiel für 60 Euro, nee, danke, Alter. Ja, gut, aber da läuft ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Arbeit rein, dass es läuft. Ja, ist ja schön gut, aber. Aber nee, sonst. Ich sag mal so, die beste Preis-Range für sowas wären halt so 39. Dann würde ich sagen, hey, okay. Oder 29. Ist denn schon ein Preis dafür? Ich guck mal auf Amazon, ob man es schon vorbestellen kann. Ja, aber der Trailer sieht nicht schlecht aus. 60 Euro. Ja, nein. ist vielleicht aber auch nur ein Ersatzpreis, weil Datum steht ja an, der 2019. Weiß man nicht. Ja. Es kann sich ja alles noch ändern, noch kommt er nicht, ne? Sonst, es gibt auch ein paar Ports, glaube ich, die preislich ganz in Ordnung sind. Nintendo macht ihre Ports halt sehr teuer und Capcom ist halt überteuert. Die haben halt nochmal den Switch extra Beitrag drauf, was man ja an Devil May Cry und so sieht. Ja, aber welcher Port ist denn bitteschön nicht überteuert? Also bisher habe ich noch keinen gesehen. Ich habe letztens irgendwo gesehen, wo ich dachte so, aber ich weiß nicht, was es war. Was war denn das? Ich habe auch mal einen gesehen, tatsächlich, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, was es war. Wer hat denn noch sein Wo ich mir dachte, wenn ich es nicht schon gespielt hätte, dann würde ich es jetzt mitnehmen. Weil wenn ich so an Diablo 3 oder Skyrim denke, die sind auch schon ziemlich überteuert. Ja, aber gut, der Skyrim-Port für PS4 war ja auch Vollpreis. Ja, stimmt. Ja, gut. Ja. Dann lasst uns mal ein bisschen über Marvel reden. Ne? Marvel Ultimate Alliance 3 ist jetzt da draußen. Passend zur San Diego Comic Con haben sie es angekündigt, dass Loki, Cyclops und Colossus als kostenloser DLC dazukommen werden.
Weil die waren von Anfang an geplant für das Spiel, haben es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Also wird der jetzt werden die jetzt kostenlos nachgeliefert. Was ich ganz nett finde. Ja, da habe ich kein Problem. Also das ist ein schöner Ding, anstatt dass man sagt, hey, hier bezahlt man Geld dafür, dass man die halt kostenlos nachliefert. Da Kostenpflichtiger klappt DLC ich. kommt ja auch noch. Ja. Dann wurde natürlich Phase 4 angekündigt, was nicht ganz passend zu unserem Podcast ist, aber auch ein paar interessante Sachen bei. Ja, und zum anderen konnten man ja dort die Marvel's Avengers Gameplay-Demo sehen, die man schon auf E3 spielen konnte und Presse war. Die wurde jetzt der Öffentlichkeit vor Ort gezeigt. Bei uns wird sie noch nicht gezeigt, also im Internet wird sie noch nicht veröffentlicht. Die wird jetzt Ah, okay. veröffentlicht eine Woche nach der Gamescom. Also zeigen Sie es wahrscheinlich auf der Gamescom. Thema von Gamescom zeigen sie nochmal exakt dasselbe Spiel, wenn du als Presse da bist. Und danach halt eine Woche später dann der exakt selbe Demo für die Öffentlichkeit. Ich habe damit ein Problem. Das sagt mir, dass wir bis dahin nichts Neues zum Spiel sehen werden. Beim Spiel, was 2020 im Mai erscheinen soll, finde ich fast ein bisschen wenig, weil die müssen das Ding ordentlich bewerben. Das Ding hat. Die Leute sind nicht gehypt für das Spiel. Welches Marvel jetzt? Marvel's Avengers von Ich schaue mir Square gerade das geleakte Gameplay an und ja. Enix. Die Presse hat damals, also jetzt nach E3 gesagt, das sah halt auch nicht so geil aus. Und das Spiel hat echt einen schweren Stand. Und dass sie jetzt sagen, ey, wir wollen das erst nach der Gamescom veröffentlichen und veröffentlichen nichts anderes bis dahin, ist es zu wenig, meines Erachtens. Haben sie halt Die Pech. verlassen sich halt wahrscheinlich zu sehr auf die Lizenz. Wie gefühlt jeder, der irgendwie ein Videospiel zu filmen oder Comics macht. Na gut, aber das ist in letzter Zeit Außer eher anders. Batman. Wir haben ja Batman, wir haben Spider-Man. Ultimate Alliance ist am Ende auch noch ein ordentliches Spiel jetzt. Für das, was es sein will. Also diese ganze, dass man so sagt, so Lizenzspiele sind nicht, sind halt im Grunde keine guten Spiele. Die Zeit ist ja vorbei. Ja, für mich sieht es jetzt halt hier, was ich so sehe, nach Wellenkämpfen aus. Du kämpfst die ganze Zeit in Wellen gegen irgendwelche Mobs So ist es auch in und dieser Demo. Das ist halt ein Tutorial-Demo gewesen. Das ist halt die erste Mission im Spiel. Und die Leute sind halt nicht so ganz überzeugt bisher. ja, und dann fliegst du ein bisschen mit Iron Man, was halt komplett geskriptet ist. Ist es auch. Ne? Also sollte es Open World werden? Ich glaube, der Singleplayer nicht, der Multiplayer vielleicht schon. Okay. Weil der Multiplayer geht ja mehr so Richtung Destiny. Ja, aber das sieht für mich nach Schlauchleveln und ja, hier, jetzt bist du so Devil May Cry mäßig, wo es halt Spaß macht. Da geht halt die Wand hoch und es das heißt, du darfst jetzt erst weiter, wenn du alle Gegner gekillt hast. Und so sieht es jetzt hier für mich aus. Also es überzeugt mich tatsächlich nicht, was ich sehe. Ich habe echt das Gefühl, dass Square Enix sich tatsächlich, wie du schon sagst, sich auf die Lizenz einfach ausruhen. Marvel geht gerade überall. Das Spiel wird ein Mega-Erfolg. Die Leute, die müssen wir nicht nochmal irgendwie anwerben und Ja. überzeugen. Es Ja, und ist. jetzt haben sie zum Hulk gewechselt und er macht halt auch nichts anderes als Iron Man oder Thor vorher. Und ich Aber finde bei auch dem das kann ich es halt verstehen. Charakterdesign auch nicht so. Also ich finde, die Charaktere vom Design her haben zum Beispiel in Ultimate Alliance, was halt viel mehr nach Actionfiguren aussieht, trotzdem viel mehr Charakter als das, was ich hier sehe. Ja. Müssen wir mal gucken, Bin was. skeptisch. Mal gucken. Ja, also vor allem, wenn die Veröffentlichung halt schon in der Nähe ist, sozusagen. Und dann hast du hier so eine kleine Plattforming-Passage mit Hulk, aber das ist halt dasselbe wieder wie vorher mit Iron Man. Bloß halt fliegst du nicht. Ja, weiß nicht. Da muss man halt jetzt einfach mehr Gameplay zu sehen. Ja, ich hoffe nur, wir kriegen dann auch bald mehr Gameplay, weil Gameplay ist halt das, was Leute überzeugt. Ja. Was wir bald kriegen, ist mehr zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ist doch jetzt auch schon Ah, alt. das Spiel ja, ist stimmt, schon wieder ein neuer ziemlich Charakter, alt. ne? Nee, kein neuer Charakter diesmal, sondern Nicht? das Spiel kommt in der Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Edition für Nintendo Switch im Sommer raus. Bedeutet als Free-to-Play-Titel, wo ihr euch die einzelnen Sachen dazu kaufen könnt. So ähnlich wie Ja. es ja schon jetzt hier Dissidia Final Fantasy NT da gemacht hat.
Ja, danke, nein, danke. Gibt halt jetzt schon einfach zu viele Spiele, die dann kommen und jetzt nochmal Xenoverse. Das ist jetzt doch auch schon. Keine Ahnung, wie alt ist das jetzt hat? Oh, ich glaube, ich habe es nicht im ersten Jahr für Playmoments, wo ich war, getestet. Ich Das kann glaube ja. sein. Seit 2016, das ist Ja, jetzt halt auch 16 drei war es, Jahre ja. alt, ne? Das ist halt auch ein alter Hut und das wird halt auch nur am Leben erhalten, indem man halt dauernd irgendwelche Charaktere mit reinbringt. Eigentlich brauche ich nicht für den Es nächsten scheint Xenoverse zu 3, oder? funktionieren. Ja, Ja, das Spiel ist es super scheint zu erfolgreich. funktionieren, das stimmt. Ist so das erfolgreichste Dragon Ball Spiel aller Zeiten. Ich glaube sogar erfolgreicher jetzt auf Dauer als Fighters. Ja, weil die halt einfach fucking viele Ingame-Käufe haben und dann braucht man halt Ding, dann braucht man halt jetzt keinen Elan mehr in andere Spiele stecken, aber ich denke, Kakarot wird trotzdem ein gutes Spiel, hoffe ich. Ja, denn darauf wollte ich hinaus, ich will zu Dragon Ball Z Kakarot. Und zwar gibt es dazu neue News. Wir haben auch schon drüber geredet, ob man nur Son Goku spielen kann. Es gibt mehr Charaktere als Son Goku. Und Aber du zwar. spielst nur Son Goku Story, oder? Nein. Wir haben Son Goku, Gohan, Piccolo und Vegeta. Das sind Okay. die Hauptdarsteller, die wir spielen können. Jeder hat auch seine eigene Story. Oder Story Parts zumindest. Zudem kommen ein Haufen Support-Charaktere, die ihr leveln könnt, wie Krillin, Tenshinhan. Aber die spielt ihr nicht direkt, sondern wird von der KI gesteuert. Ich würde gerne die Story von Yamcha oder Yamcha spielen. Ja, am besten die Erster von diesem Kampf tot. Manga. Ja, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie, bis wohin geht das Spiel? Bis nach der Wissen wir nicht. Freezer-Arc? Wir wissen bisher nur, dass es die Saiyajin und Freezer Arc hat. Alles danach wurde nicht gezeigt bisher. Gut, aber das heißt halt, es gibt zumindest schon mal drei Schauplätze, einmal den Himmel, einmal die Erde und dann halt Namek. Ja, und es gibt noch einen Haufen jetzt Zusatzstory irgendwie, die von Akira Toriyama selbst geschrieben wird, die noch mehr Hintergrundinformationen zu den Charakteren irgendwie noch zeigt. Ja, aber da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die Cell und Buu-Saga auch noch mit drin sind. Ich Weil glaube es halt auch nicht. Wenn, dann das maximal die hätten die doch Cell-Saga, die Buu aber gezeigt. nicht. Das hätten die doch gezeigt, zumindest Cell und Buu. Warum sollten die das nicht zeigen? Weil im Deshalb frage ich Prinzip. mich, aber im Trailer siehst du ja nur praktisch als letzte Szene, wie er zum Super Saiyajin wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Trilogie werden soll. Beziehungsweise, wenn Super reinnehmen, vielleicht sogar noch mehr. Weil das wäre ja nichts Neues. Es ist ja von Cyber Connect 2. Die haben jetzt aus den Naruto auch eine Trilogie gemacht, ne? Ja, aber die Nebenaufgaben in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm waren nicht so die Bombe immer. Das ist richtig. Da jetzt aber Akira Toriyama mit mehr dranhängt, während die halt ihr eigenen Kram halt bei Ultimate Ninja Storm gemacht haben, hoffe ich, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Und die haben, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld jetzt bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es könnte eins der besseren Dragon Ball Spiele werden. Stelle Ich ich vor. hoffe es. Ja, ein Spiel, was auch ganz gut ist, das konnte es bereits beweisen, ist Tetris Effekt. Das Spiel kommt jetzt am 23. Juli für PC. Und wie es jetzt bekannt geworden ist, Epic Game Store Exclusive. Ja, sollen sie machen, mir ist es doch sowas von egal, ob ich da jetzt noch einen Launcher runterlade oder nicht. Diese Diskussion, die führe ich nicht. Ich finde das auch Unsinn, aber ich komme halt von einer Konsole, wo es völlig normal ist, dass du halt mehrere Konsolen hast und so. Ja. Und Ja. Exclusives, also. Ja, ich sehe das Problem auch nicht. Auch wenn der Epic Games natürlich nicht ganz so viele Funktionen hat, die kommen ja größtenteils bestimmt auch alle noch. Meine Güte, ist doch so schlimm. Ja. Aber Ja, gut. eine weitere Umsetzung, die kommt, ist Wargroove. Das Spiel kommt jetzt auch für PS4. Am selben Tag, am 23. Juli. Es hat nur eine Funktion weniger als die anderen Plattformen. Es hat kein Crossplay. Okay. Ja gut, aber das Wargroove interessiert mich jetzt gerade eher geringfügig auf dem PC, weil auf der PS4, weil du hast es halt im Steam Pass, Quatsch, Xbox Game im Store. Xbox Pass, Game Game Pass, Pass. ne?
Du hast jetzt genug Zeit, das mal durchzuzocken, und dann brauchst du es halt dir nicht nochmal kaufen. Ja, ich habe es mir vorher ja schon für Switch geholt, bevor es im Xbox Game Pass war. Und ich finde es halt Okay. sehr gut, wenn man halt nur eine PS4 hat. Okay. Sonst gibt es halt schon genug Möglichkeiten, es zu spielen. Wahrscheinlich auch günstiger als die 20 € die es jetzt im PS4 Store kosten. Ja. Ja, Release-Termin haben wir jetzt für Luigi's Mansion 3. Und zwar kommt es an Halloween. Oh, cool. Passt aber auch, ne? Ja. Also. Und das auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch. Mein Bild von Halloween, finde ich, da passt Luigi's Mansion perfekt rein. Gruselig, spooky, aber nicht wirklich Horror. Das ist für mich Halloween. Aufgrund auch dieser ganzen Süßigkeiten-Geschichte und sowas. Und deswegen, ey, besseren Zeitraum gibt's nicht. Ne? Ja, jetzt, wo du sagst, ja. Was dann noch ganz cool ist, das ist bisher aber nur für Australien offiziell angekündigt, es kommt ein Steelbook zum Spiel, das im Dunkeln leuchtet. Das ist schick. Ich hoffe, es kommt auch zu uns. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ach ja, übrigens, war ja vorhin, die so uns ja gefragt haben. Am 25. Oktober kommt für Outer Worlds raus. Also eine Woche vorher. Da haben wir eine Woche Zeit, dieses massiv riesige Rollenspiel durchzuspielen. Ja, aber Luigi's Mansion ist wirklich kein Spiel, wofür man viel Zeit braucht. Das kann man schon zwischendurch irgendwie reinschieben. Klar. So Kannst ein auch gleichzeitig Wochenende. spielen. Deinem Fernseher, Outer Worlds, Switch nebenbei, Ja. Business Mansion 3. Ja. Ich sehe nicht so, dass ich total gehypt bin auf Business Mansion 3, aber ich habe trotzdem Bock. Ich freue mich. Es ist, ja, das ist so ein Spiel, was man nebenbei, auf das man sich freuen kann, aber sich jetzt nicht unbedingt ausrasten muss. Tja. Ich werde es mir wahrscheinlich noch nicht holen. Ich werde warten. Es kommt jetzt dann eh viel zu viel. Ja, je nachdem, ich weiß es nicht, was hier Wochentag ist, der 31. Donnerstag ist das. Ja, gut. Sicherlich dann irgendwo in dem Bereich gibt es bei uns ja auch wieder die obligatorische Halloween-Feier. Da war ja keine Zeit, Luigi's Mansion 3 zu spielen. Muss ja wieder einen Film drehen. So, Und vor allem 2 Wochen, warte mal, 2 Wochen später kommt ja schon Ding, Death Stranding. ja, es ist viel zu tun am Ende des Jahres. Eigentlich mittlerweile das komplette Jahr über. Also wir können uns wirklich nicht mehr über irgendwelche freie Zeit von irgendwelchen Top-Titeln. Jetzt gerade ein bisschen, aber so richtig trotzdem nicht. Weil jetzt nächste Woche kommt Fire Emblem, ne? Feiern. Ja. Ja, und am 29. Oktober kommt übrigens auch Super Monkey Ball Banana Blitz HD Ach für du Switch, PS4, Scheiße. Xbox One. Wer soll das denn alles spielen? Meine Güte. Also ich habe Banana Blitz HD nicht gespielt. Das ist ja Banana Blitz meine ich. Das ist ja der Teil, der für Wii kam, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kenne nur Ganz im das Ernst, GameCube-Original und das war ja ziemlich cool. bei Super Monkey Ball habe ich nie so die Faszination dahinter verstanden. Das ist doch das, wo du ein Affe in einem Ball bist und dann einen Ja, Kurs entlang richtig, rollst, ne? richtig, richtig. Ja, gut. Ja, eben, genauso. Ja, gut, ja. Hast du es denn schon gespielt? Nee, aber ich verwechsel Super Monkey Ball immer mit diesem anderen uralt N64-Spiel, wo du so Affen einsammeln musstest. Meinst du das PlayStation 1 Spiel Ape Escape? Oder PlayStation 1, das könnte sein. Ape Escape. Ja, genau, mit diesem komischen Jungen. Ja, Mit also der komischen Krise. Super Monkey Ball ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, besonders auch zu Mert, echt Laune, auch mit einem coolen Minispielen. Ist halt jetzt so ein Zeitraum, wo ich es nicht veröffentlichen würde. Jetzt dann wieder ganz viele andere Titel kommen, dann wird es wahrscheinlich untergehen. Ja, Problem ist, es kommt noch ein großes Spiel im Oktober. Aufgrund dessen, dass es verschoben wurde vom 27. September. Und zwar rede ich von The Legend of Heroes Trails of Cool Steel 3. Wurde jetzt einen Monat verschoben auf den 22. Oktober. Game Pass. Wie kannst du es nochmal sagen? Ich habe jetzt ja den du The Legend of kurz. Heroes Trails of Cool Steel 3. Trails of Cold Steel. Ist ein Ja. massives JRPG.
Ja gut, Patrick. Ich habe die Reihe, ich habe von der Reihe noch nichts gespielt. Von daher bin ich jetzt nicht so gehypt. Also ich habe ja jetzt, das waren ja eigentlich PlayStation Vita Spiele. Ich habe jetzt, also die Teil 1 und 2 wurden jetzt für PS4 umgesetzt. Ich habe jetzt Teil 1 gespielt. Teil 2 wartet auch schon auf die Installation. Die sind schon ziemlich krass. Die sind echt gut. Sehen nur grafisch ein bisschen aus. Ist halt ein Vita, ne? Aber die haben auch so viel riesigen Umfang. Ich habe jetzt gehört, eins dieser Spiele hat so viel Text wie alle Harry Potter Bände zusammen. Was das Dreifache ist von dem, was The Witcher 3 hat. Wer liest sich das alles durch? Ja, ich kann es bestimmt nicht. Es ist ja so ein bisschen Persona-mäßig. Und ihr habt dann halt auch die unterschiedlichen Tage. Ihr macht nicht jeden Tag, ich überspringe ganz viele Tage, aber ihr habt halt immer einen neuen Tag. Und an jedem neuen Tag hat jeder NPC einen neuen Text. Ach du Scheiße. In der ganzen Stadt. Und die haben alle ihre eigenen Stories. Das heißt, du wirst halt belohnt, indem du sie liest. Aber es dauert ewig. Nee, danke. Das ist halt das Ding. Aber da jetzt dann 1000 Stunden reinbuttern, aber wenn ich nebenher AFK Arena spiele, dann bin ich der Teufel. Ja. Ganz im Ernst, es kommt jetzt von einem Typen, der wirklich sehr gerne grindet, wirklich sehr gerne, aber selbst ich sage, ey, da habe ich keine Zeit für, Alter. Natürlich muss man nicht mit jedem NPC reden. Ne? Das gibt dir ja keine Items in dem Sinne, sondern nur zusätzlich Background-Story. Überhaupt alle Legend of Heroes-Spiele, die haben so viel Background-Story, da gibt es Büchereien, wo du so viele Bücher lesen kannst und Tageszeitungen über die ganze Welt und die Politik in dieser Welt. Das ist krass. Aber du brauchst es halt nicht. Du kannst auch einfach ganz gewöhnlich das JRPG Main Story. Wahrscheinlich würde ich mir da einfach nur ein paar NPCs rauspicken, die ich ansatzweise interessant finde und die ich dann, mit denen ich dann immer wieder mal laber. Ja, in der Schule, die das spielt, rede ich eigentlich mit jedem, aber in der Stadt habe ich dann auch nur so ein paar, weil es ist sonst mir auch zu viel. Nerd. Ja, ja, gut, hast du noch was? Dann Plants vs. Zombies 3 wurde angekündigt. Yes. Die Pre-Alpha ist im amerikanischen Android Google Play Store aufgetaucht. So aus dem Nichts. Im Google Play Store? Plants vs. Zombies? Achso, nicht Garden Warfare, nicht sondern Garden nur Warfare. Plants vs. Das Original, die Tower Defense Geschichte. Ja. Ja, gut. So, und jetzt haben wir noch eine Sache. Es sind die neuen NPDs veröffentlicht. Oh Gott, nein. Oh Gott, das kriege ich wieder nicht hin. Da bin ich doch nicht so gut drin. Wir haben die Top 20 meistverkauftesten Spiele im Juni. Man bedenke, digital zählt nicht bei Nintendo rein. Ja. Sagst du uns bitte, auf welchem Platz GTA ist, damit wir nicht ewig suchen? Mal kurz schauen. Ich muss dich in. Doch, nee. Platz 4. Okay. Das ist halt so. Ach komm. Ja, gut. Was kam denn im Juli alles raus jetzt? Gar nicht so viel, oder? Naja, Bloodstained kam zum Beispiel raus. Bloodstained? Nein, nie im Leben ist das in der Top 10. Top 20 habe ich übrigens. Top 20. Ja, okay, in der Top 20 könnte es schon sein, aber nicht so dann weit oben, oder? Bloodstained raus. Gegen Ende, glaube ich. Es ist nicht drauf, nein. Wobei die Verkaufsversion kam eine Woche später, das heißt am 25. kam die Verkaufsversion. Ja, ich sag jetzt einfach mal COD. Call of Duty Black Ops 4 haben wir auf Platz 15. Oh. Ja, darf ich eine Liste googeln, was alles rauskam diesen Monat? Nein. Aber ich hab's doch nicht im Blick. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann gebe ich euch ja Tipps. Ja, dann gib mal einen Tipp. Es sei denn, Patrick weiß was. Ihr könnt noch ein paar Sachen reinwerfen, wenn ihr wollt. Ich müsste auch erstmal überlegen. Ich kann mich noch nicht mal dran erinnern, was. Also Platz 1. Ja. Welches Spiel, Arne, hast du gesucht und erst nicht gefunden? PlayStation Ape Escape. Welches Spiel habe ich gesucht und erst nicht gefunden? Jetzt hast du es mittlerweile gekauft. Mario Maker. Nee, Super Mario Maker. Mario Maker 2 auf Platz 1. Okay. Hat das im Juni raus? Ernsthaft? Das ist schon so daher?
Das kam, ich kann es dir kurz sagen, am 28. Juni. Das heißt, so wenig Tage und trotzdem ohne Digitalverkäufe auf Platz 1. Alter, das ist doch abgefuckte Scheiße, ey. Was zur Hölle? Das wird sicherlich eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres, wenn man das so sieht. Und ich raff den Affe. Warum ist das denn so geil, irgendwelche Pupslevel von irgendwelchen Leuten zu spielen? Ich Ja, aber raff du das nicht. spielst du normale Mario-Spiele? Ja. Ja, und jetzt hast du halt Infinite Potential. Ja, aber ich sehe da immer nur diese Spiele. Ich sehe halt immer nur YouTube-Videos von Leuten, die irgendwelche Spiele spielen, also Level spielen. Dann denke ich mir einfach nur so, die Level sind scheiße. Ich finde die Level echt nicht geil. Aber es gibt da halt auch gute Level, das ist ja nicht, ne? Ja. Du kannst Die ja müssen mittlerweile aber so viel da irgendwie filtern, besser. deutlich mehr als auf Wii U, dass du halt die guten Level schon irgendwie Du versuchst kannst ja die am rauszuziehen. meisten abgevoteten Level suchen und dann kannst du dich dadurch die Top Ten Dann spielen. kannst du noch nach Tags suchen, so ungefähr, ne? Das Ja. klappt dann nicht Du mehr so kannst halt gut. sagen, ob du, das konntest du ja, wenn ich es richtig weiß, im ersten nicht. Und da haben ja Leute immer diese Don't-Move-Levels gebaut, wo du praktisch Genau. durch einen richtig krassen Kurs gefahren wurdest und sowas. Aber das war halt letzten Endes dann langweilig. Und hier kannst du halt praktisch filtern und sagen, du willst halt ein ganz normales Level spielen oder du willst ein Puzzle-Level spielen, wo jemand irgendwelche Rätsel eingebaut hat. Ist schon gut. Haben sich schon Mühe gegeben. Das kann man denen jetzt nicht abstreiten. Ja, meinetwegen. Für mich ist das nichts. Gut, Platz 2, ne? Ja, Platz 2. Bekommt jetzt demnächst ein kostenloses Sparrow-Update. Was für ein Sparrow Update? Update. Spyro. Spyro. Spyro? Spyro. Spyro-Update, hä? Da kommt Spyro als spielbaren Charakter sozusagen dazu. Killer Instinct? Nein. Crash Tag Team Racing oder Crash was? Team Racing Nitro Fueled, genau. Kennst du Echt? das? Das kriegt. Okay, ja. Auf Platz 3 ist das Beat'em Up des Jahres bisher. Mortal Kombat was? Mortal Kombat 11. Ja. Platz 4 haben wir schon mit Grand Theft Auto 5. Platz 5 ist so ein ähnlicher Dauerbrenner, der immer drauf ist eigentlich. Mario Kart. Nein. Mario Party. Nein. Nein. Ja, was ist das für ein Dauerbrenner, ey, Alter, Das ganz ist im kein. Ernst. Na gut, es gibt es für alle möglichen Nintendo-Konsolen, aber es ist kein Nintendo-Spiel. Aber es gibt es für Wii U, Switch und Just 3DS. Dance? Nein. Legend of Zelda? Kein Das ist kein Zelda, nee. Nintendo-Spiel. Achso, es ist kein Nintendo. Es gibt es auch für FIFA? PS4, für PlayStation Vita, für PlayStation 3, für Ja, 360, sag Xbox mal doch One. mal das Genre. Ist es ein Was Sportspiel? ist Ist das es ein für ein Genre? Rennspiel? Nee, es ist kein Sportspiel, Rennspiel. Es ist ein. Ich mache mir was Genre selbst Genre. Keine Ahnung. Stardew Minecraft. Valley? Minecraft. Das ist ein Sandbox-Spiel, Mann. Also wirklich. So, Ich Platz mache mir 6. irgendwas Das selbst. Beat'em Ja, Up ich mache mir selbst. aus dem letzten Jahr. Beat'em up aus dem letzten Jahr. Dead or Alive? Nein. Ich glaube, das weiß gar Klingt nicht, mir ob das jemals schon. über Top 20 war. Soul Calibur? Ihr denkt zu typisch Beat'em Up. Ja, Smash Bros. Richtig. Dann das erfolgreichste Marvel-Spiel aller Zeiten. Marvel. Spider-Man. Spider-Man. Korrekt. Dann haben wir ein Sportspiel. FIFA. Ich sag's so einfach NBA 2K19. Achso. Platz 9 ist der Dauerbrenner, den du schon erwähnt hast, Patrick. Welcher auch davon? Ja, Der Mario Kart. Mario Kart 8, genau. Dann, ich glaube, Sonys einzigster großer Titel des Jahres bisher, oder? Sonys einzigster, Auf Platz 10. zweimal. Was kam denn Sony Ja. exklusiv die jetzt raus dieses Jahr? Oh Gott. Was habe ich mir gekauft? Gehen wir es mal so an. Days Gone. Richtig. Schau, ich muss nur dran denken, was ich mir gekauft habe, dann weiß. Das ist wirklich so ein Spiel, wo ich mir denke, ach ja, das gab's ja auch. Ja, Das ist noch nicht mal ich so glaube, lange es ist her auch wirklich eigentlich. nur relativ erfolgreich auch weiterhin, weil es durch wirklich bisher der einzige Sony-exklusiver AAA-Titel ist, den wir dieses Jahr bisher hatten, oder?
Das kann sein, ja. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Platz 11 ist der Ubisoft-Dauerbrenner. Schon seit vielen, ich glaube seit 3 Jahren ist das Spiel alt, ich weiß nicht. Far Cry? Nein. Multiplayer? Rainbow Six. Richtig. Platz 12 hält sich wacker, obwohl es nicht so erfolgreich ist, wie viele es erwartet haben. Weil sein Vorgänger einfach schon seit Ewigkeiten einfach auf der Liste ist. So weit kann man gar nicht mehr zurückdenken. GTA 4. Ja, du bist nah dran. Was hat Rockstar zuletzt gemacht? Ah ja, Red Dead Redemption 2. Richtig. Oder was? 13 ist wieder Nintendo. Mario Party. Nein. Zelda. Breath of the Wild, genau. 14 ist MLB 19 The Show. 15 hatten wir schon mit Call of Duty Black Ops 4. Platz 16 ist das Ubisoft-Spiel des Jahres bisher. Trials? Nein, ich weiß gar nicht, ob Trials eine Boxed-Version hat. Wobei Ubisoft zählt ja auch Download, stimmt. Ja, die habe ich mir geholt. Echt? Hast du Trials geholt? Ja, Trials Rising habe ich mir geholt. Für? Für PS4. Hm. Ich wusste gar nicht, ob du Trials magst. Ich fand es halt interessant und es macht auch Spaß. Soll ja so ganz schlimmes Grinding-Problem haben. Ich mag nur die alten Trials. Trials HD, das war der Shit. Oh nein, ein Spiel, wo man grinden muss. Ich weiß, das ist, damit hast du Probleme. Ich weiß. Ja, was hat Ubisoft groß dieses Jahr rausgebracht und erstmal Anthem gezeigt, wie man es macht? Ah, Division, klar. Division 2, genau. Ist es schon raus? Das ist komplett dabei vorbeigegangen. Da kannst du übrigens auch grinden. Ach nee, da muss ich mit anderen Leuten spielen. Du bootst nicht. Nee. Ach nee, ich habe trotzdem keinen Bock auf Division. Wenn ich einen Loot-Shooter spielen will, dann spiele ich Borderlands. Apropos, Borderlands ist übrigens bei Steam zurzeit kostenlos, ne? Ja, das ist auch noch die, Teil 1. Ja, trotzdem. Ja, ich weiß auch gar nicht, was Teil 1 sonst kostet, gerade in dieser Remastered-Version. 19 Euro, glaube ich. Kann man das da nur für begrenzte Zeit spielen? Richtig, oder? Ja. Das ist, die haben immer, irgendein Spiel ist immer, glaube ich, übers Wochenende kostenlos bei Steam. Okay. Platz 17 ist wieder Nintendo und ich muss sagen, dass es immer noch auf der Liste ist, überrascht mich selber. Weil das war für mich jetzt nicht so ein Titel, wo ich mir denke, so, ja. Weil es ist halt auch nur ein Port. Ach du Scheiße. Ein Port, der Nintendo-eigener Port. Genau. Super Mario Deluxe da. Nee, Donkey Kong, oder? Arne hat recht, nicht Super Mario Bros. U Deluxe. Hab ich doch gesagt. Platz 18, das riesige Ubisoft-Spiel aus dem letzten Jahr, was mir ehrlich gesagt schon zu groß ist. Assassin's Creed Odyssey, glaube ich. Richtig. Oh ja, das ist mir tatsächlich auch viel zu groß gewesen. Mir hat Assassin's Creed mehr gefallen, als es noch kleiner war. Naja. Habt ihr von dem Quest-Editor gehört, der zur E3 angekündigt wurde? Habe ich nicht mitbekommen, ne. Da kann man irgendwie seine eigenen Quests für Odyssey editieren über eine Webseite. Haben die den dann nicht wieder abgeschaltet? Puh, keine Ahnung, Alter. Oder ist der überhaupt noch nicht raus? Ich habe keinen Schimmer. Es ist mir aber auch egal, ich brauche keine eigenen Quests. Und Odyssey ist schon von alleine groß genug. Ja, stimmt. Platz 19 ist das Spiel, was du die ganze Zeit, Patrick, schon drauf haben wolltest. Mario Party, oder was? Super Mario Party. Und Platz 20 ist der erfolgreichste Sony-Titel aller Zeiten, glaube ich. God of War? God of War, genau. Ja, das ist einfach GTA immer noch in dieser Liste drin ist. Alter, und auf Platz 4. So hoch. Wenn es doch auf Platz 20 wäre, dann würde ich sagen, okay, aber Platz 4, Alter. Wen es so interessiert, das sage ich noch kurz. Die erfolgreichsten Spiele des Jahres, Top 10, sind bisher Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts 3, Tom Clancy's Division 2, Anthem, Resident Evil 2, Smash Bros. Ultimate, Days Gone, Red Dead Redemption 2, MLB 19 The Show und überraschenderweise nur auf Platz 10, Black Ops 4.
Ja, und das erfolgreichste Spiel, das habe ich übrigens auch gelesen jetzt auf Metacritic, beziehungsweise Open Critic des Jahres, ist tatsächlich Final Fantasy XIV Shadowbringers. Mit 9,4 im Durchschnitt oder so. Okay, ist das nicht das Add-on für Final Fantasy, Ja. das MMO? Genau. Und das ist so gut? Das soll extrem gut sein. Also das MMO ist so generell, also es soll wirklich das beste MMO sein, was es zurzeit gibt. Okay. Und Da es ist, würde glaube ich ich, auch sehr, gerade in sehr gerne FIFA mal 2 rein. das erfolgreichste momentan. Da würde ich wirklich sehr gerne mal reingucken, aber mich schreckt das wirklich so ab, dass man diese Abo-Kosten hat. Richtig, bei mir ist das selbe Problem. Gut, dann lasst uns mal zur Wette kommen. Zuallererst die Wette für nächste Woche. Okay. Es kommt zwar auch Turok Escape from Lost Valley nächste Woche. Was? Turok? Ja, es kommt aus Turok-Spiel. Was? Ist es dieses Comic-Spiel Es da? ist ein Cel-Shading, isometrisches Spiel. Einer von dir nicht so früh, oder ey, ohne Instant enttäuscht worden. Aber ich freue mich trotzdem, dass überhaupt ein neues Turok-Spiel kommt, ist für mich schon mal. Ja, aber das ist halt, das sieht null aus wie Turok. Du hättest da einfach, die haben einfach wieder nur Turok draufgeschrieben, weil Escape from Lost Valley, das würde dann halt keiner kaufen. Aber wenn da Turok draufsteht, boah, dann holt sich das jeder. Richtig, wenn es eine 7 von 10 ist, hole ich es mir. Auch kommt raus, ist Killer Kill If, das neue Arc System Works Fighting Game. Ist das nicht das mit den halbnackten Frauen? Richtig. Aber auch darüber reden wir nicht. Genau gesagt, reden wir am Freitag, kommt nämlich Fire Emblem Three Houses und das überschattet natürlich alles. Oh ja, Sogar ich will Wolfenstein dieses Youngblood, finde ich. Spiel. Das werde ich mir holen. Und in diesem Zusammenhang auch die Wette, wenn wir nächste Woche oder beim nächsten Mal uns zusammenfinden, wie viele Likes hat von Nintendo.de der aktuellste Tweet zu Fire Emblem Three Houses? Boah. Ach du Scheiße. Scheiße. Vor allem welcher Nintendo-Kanal? Deutschland? Nintendo.de, Deutschland. Boah, ich hab keine Ahnung. Ey, Twitter, da kannst du mich echt nicht jagen, Alter. Ich habe nicht Wie nachgeguckt, was die so im Durchschnitt haben. Ich habe auch einfach eine Zahl aufgeschrieben, wo ich mir denke, das klingt realistisch. Gottes Willen. Ich sehe immer noch das Bild, was ich da mal geschickt habe von Persona. Ach man, das ist so Ach so, gut. das ja. Okay. Ich schicke dir jetzt eine Zahl, Flo. Ja. Ist das schon zu hoch? Jetzt. Ja, Okay, Anna hat mir die komm, Zahl geschickt. sag ich mal die Hälfte davon. So. Bitz. Okay. Jetzt schicke ich mal kurz in die Gruppe Mainz. So. Oh. So, Patrick, was hast du getippt? 5000. Hey, ich habe keine Ahnung. Twitter. 450. 450. Ich habe keine Ahnung von Und ich Twitter, habe Alter. Ohne Scheiß. 142. Ich habe keine Ahnung. Ist das wenig? Ich weiß es nicht. Hatten wir, ich habe gerade ein Déjà-vu, hatten wir nicht schon mal so eine Twitter-Frage, wo der Patrick Nee. genau dasselbe gesagt hat? Nee, Twitch war das, glaube ich. Twitch, Twitch-Zuschauerzahlen. ah Ja, ja. ja. Aber da war es dieselbe Stimmlage, deshalb war ich gerade verwirrt. Ich weiß es und nicht, jetzt Alter, möchte ich bitte. mal kurz etwas aufklären. Der Hype-Index war angelehnt auf die Sache, die der Easy Allies Podcast letztes Jahr gemacht hat. Jetzt haben wir den gemacht und eine Woche später haben sie den wieder eingeführt. Was fast so aussieht, als würden wir das abgeguckt haben, so richtig, aber wir haben eigentlich nur was angelehnt an dem, was die letztes Jahr gemacht haben. Da heißt es auch ein bisschen anders, aber es sieht schon mal komisch aus. Und dann das Ding. Ich habe letzte Woche diese Wette gemacht mit Marvel Rückseite der Box. Einen Tag später kommt deren Podcast. Fast dieselbe Frage. Rückseite der Box, nur wie viele Frauen sind drauf? Das ist tatsächlich Zufall, Leute. Ich habe nicht die Sachen Welcher geklaut. Podcast ist das? Der Easy Allies Podcast. Easy Allies. Genau. Ach, und da haben wohl etwa
hat wohl einer in die Kommentare geschrieben, dass nein, aber es ist mir selber aufgefallen und ich wollte das nur mal kurz klären. Schon mal präventiv eine Entschuldigung raushauen. Okay, ich kenn den Kanal nicht. Was machen die? Ja, Videogame-Gedöns. Achso, das ist so ein IGN-Kanal mäßig. Ja, aber kleine sind halt nur 9 Leute, ne? Ah, okay. Die machen halt regelmäßig Podcasts, Reviews und Let's Plays. Ja, das wollte ich nur mal kurz klären. Jetzt lasst uns zu der Wette von letzter Woche gehen, und zwar der genannte Marvel Ultimate Alliance 3, die Wette, wie viele Helden aus dem MCU sind auf der Rückseite der Box zu sehen. Arne sagt letzte Woche 30, Patrick 20 und ich hatte, glaube ich, 6 gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Mhm. Die richtige Antwort. Man muss sagen, die Screens sind extrem schlecht aufgelöst. Also schwer, was zu erkennen. Aber soweit ich das zählen konnte, sind es 15. Damit hat Patrick gewonnen. Bam, Alter! Jawohl! Schön! Oh, das ist so schön. Ich werde natürlich meinen Joker jetzt aufheben, damit ich nächste Woche oder in den nächsten Wochen irgendein Ranzspiel richtig schön weit nach oben voten kann. Das heißt, du möchtest jetzt nichts ändern, du möchtest auch kein Spiel reinvoten, was rausgeflogen genau. ist? Genau, so mache ich's. So mache ich's. Das ist so. Wie oder nee, wenn ich jetzt. Nee, warte. Wenn ich jetzt Tales of Arise reinvoten würde, könnte da hat doch auch noch kein Veto, oder? Nee, hat er nicht. Könnte ich jetzt Tales of Arise auf Platz 1 setzen oder was auch immer? Ja, komm, mach das. Mach das auf Platz 1. Ich will so Platz 1 sehen. Ey, ich muss aber wirklich nochmal nachfragen. Bist du mehr gehypt auf Tales of Arise denn auf Cyberpunk? Nee. Weil es ist immer noch unser Hype-Index. Ich bin jetzt wirklich so zwiegespalten. Einerseits will ich es. Willst du den irgendwo veröffentlichen oder ist der jetzt nur bei uns im Podcast sozusagen? Der ist in erster Linie bei uns im Podcast natürlich. Ich habe ihn jetzt nicht auf der Webseite irgendwo bisher veröffentlicht. Könnte man natürlich machen. Selbst, du hast eine gute Idee. Ja, ich bitte nicht. Jeder, der den sieht, denkt sich, wie behindert sind die Tales of Arise über Cyberpunk. Das ist nun mal, das ist halt eure Verantwortung. Jetzt. Das ist doch dann unsere Hype-Liste, ja. Aber es ist eine gute Idee. Ich glaube, ich baue den an der Seite auf der Webseite ein. Niemand nimmt uns mehr ernst, aber gut. Nimm ich Tales of Arise oder hebe ich mir den als Joker auf? Ach man. Ja, komm, ich hebe mir den Joker auf. Es befriedigt mich irgendwie mehr, irgendwie so ein Spiel. Du weißt, du kannst nur einen Joker haben. Das heißt, wenn du den Joker nächste Woche nicht einsetzt aufgrund des Spiels, interessiert dich eh nicht oder was auch immer, und du gewinnst nochmal die Wette, kannst du keinen zweiten Joker sammeln. Ja, aber dann. Da kannst du natürlich Tales of Arise reinholen. Ja, klar. Aber den Joker kann ich ewig lange aufbewahren. Den kannst du ewig lange aufbewahren. Der hat. Geil! Ich habe jetzt einen Joker! Der hat ein Ablaufdatum von einem Jahr, sagen wir mal. Geil! Ja, da freue ich mich. Einfach dieses resignierte Fuck. Oh Mann. Wir werden alle sterben. Ich weiß auch noch nicht, was ich nächste Woche reinholen möchte. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Oh, schön. Aber sobald es irgendwie ein Spiel ist, auf das ich mich ansatzweise freue, Alter. Es wird so. Irgendein Japano-Rollenspiel. Da kommen wir zum Glück. Japano-Rollenspiel schon noch Stück nicht oder drin so. Hier. Das was haben wir denn im Japano-Rollenspiel nicht in unserer Hype-Liste drin gehabt? Was, oh mein Gott! Scramble! Oh, das hebe ich mir auf. Oh, geil. Oh, das wird so geil. Es wird so groß. Wenn du das auf der Seite postest, könntest du bei jedem Japano-Spiel dann bitte reinschreiben, nicht approved von Arne. Ach Gott. Aber das hatten wir doch noch nicht mal irgendwie auf diese andere Liste, ne? Nee. Auf diese. Oh, geil. Kommt ein Scramble. Mann. Ey,
Ein Spiel hat eine gute Chance, draufzukommen, sobald die irgendeinen neuen Trailer so veröffentlichen. Es muss halt irgendwie Ach, in meinen geil. Kopf kommen. Geil. Es wird. Da kannst du dich schon mal auf was freuen, Arne. Ja, das haben wir schon gesagt. Aber was ich dir jetzt auch versprechen kann, ist, wenn ich die nächste Wette gewinne, ist Gears 5 auf Platz 1. Du freust dich mehr auf Gears 5 als auf Cyberpunk? Jetzt schon. Mach mehr doch, als auf Elden Ring? Das ist sowieso egal. Jetzt schon. Ey, diese Hype-Liste wird richtig zerschossen. Also, ja, ich komme in den Florian, da brauchst du keine Hoffnung mehr zu machen. Oh Mann. Oh Gott. Hilfe. Allgemein steht es jetzt, glaube ich, 3-2-0 für Patrick, unsere Wetten. Ich habe 3 Wetten gewonnen? Hm. Tatsächlich. Nicht schlecht. Echt jetzt? Obwohl du immer meckerst. Ich habe ja eigentlich ja 2 gezählt. Ich bin der Meinung, dass du die dritte gewonnen. Ich muss mal nachgucken, aber ich glaube, jetzt hast du die dritte gewonnen. Also die habe ich jetzt gewonnen, dann irgendeine andere. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern. Du hast die erste Wette gewonnen? Nee, die erste war das mit Twitch. War die zweite? Nee, die erste war, glaube ich, das mit, sag schon, dieses hier, Atrian Odyssey. Das war die erste? Ja, ist doch jetzt egal. Ist auf jeden egal, Fall habe ich die verloren. Dann habe ich Twitch verloren. Twitch war, glaube ich, die erste. Atrian Odyssey war dann die zweite, die habe ich beide verloren. Du hast die letzte Open Critic Dings gewonnen. Echt jetzt? Nee. Doch, letzte Woche hast du gewonnen. Netflix? Nee, letzte Woche habe ich eben nicht gewonnen. Ja. Ach, das war letzte Woche. Dann war das Arne. Hast du die Bloodstained gewonnen? Bloodstained hat er gewonnen, glaube ich. Ja, glaube ich schon, ja. Das habe ich gewonnen. Aber sonst, ich glaube, es steht 3-2-0 für Anna. Ja, ich gucke aber jetzt nochmal nach, bevor ich hier irgendwie was Falsches erzähle. Ich werde das ja dann einblenden im Videopodcast. Ja, aber jetzt habe ich ja wieder gute Chancen. Ne? Jetzt kam eine Twitter-Frage. Da muss ich ehrlich sagen, von der Boy. Das wird zwischen mir und Arne irgendwie gelöst. Also, 5.000. Wo soll ich denn wissen, wie viele Likes, Alter? Ich geh jetzt mal auf die Seite von Nintendo.de. Deutschland ist halt auch kein Twitter-Land, ne? Ja, nicht bei Nintendo. Ich wusste es doch nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Ja, ich habe ja eine Woche Zeit, um möglichst viele Accounts anzulegen. Also ich sag's mal so, Patrick. Ich habe jetzt hier diese Seite offen und am 19. Juli wurde gepostet, in einer Woche ist es soweit. Hier könnt ihr Fire Emblem Three Houses vorbestellen. Und dieser Tweet hat 253 Likes. Och Mann, ey, das ist doch total unfair, Alter. Also ich glaube, ich bin realistisch, was die 400 angeht. Das Beste ist, alles, was über 400 ist, kann mir scheißegal sein. Alles, was über 142 ist, kann mir scheißegal sein, weil der Patrick eh so weit weg ist, dass es einfach total irrelevant ist. Das ist richtig. Es wäre so geil, wenn... Da würde ich wirklich meinen ganzen Urlaub damit verplanen, irgendwie einfach nur 5000 Accounts anzulegen, Alter. Schreib dir halt ein Skript. Oder mach dir einen Bot. Ja, weil ich das ja auch hinkriege, ja. Ich bin froh, dass ich Google bedienen kann, Alter. Mal gerade so. Aber das Like-Verhältnis ist nicht so groß. Das Like-Verhalten auf Nintendo.de ist nicht so groß. Also die Tweets, die schwanken alle so zwischen 100 und 300. Wo soll ich denn das wissen? Außer der zu Link's Awakening, der hat 700. Guck aber mal auf Nintendo. Ja, der Mario Maker 2 hat fast 500, hier eine hier. Guck mal auf Nintendo normal, also international. Ja, es geht um Nintendo.de. Oh, ja, ich weiß. Die haben aber hier von Nintendo.de über das Release-Datum von Luigi's Mansion 3, das hat 1200. Trotzdem wäre ich nicht nah dran. Dann hätte ich trotzdem noch gewonnen. Ne? Ich sag's nur. Das ist aber das Geile ist. Das ist Feed, den ich hier sehe, jetzt mal durchscrollen. Mit das Abstand. Geile ist. Ich hatte erst das Doppelte. Ich hatte erst 10.000. Die haben übrigens sogar nur, wie viel Follower? 131.000. Und wie viele der Follower benutzen wirklich Twitter? Ach Gott.
Darf ich doch mal jetzt, die Frage ist jetzt, zählt es dann zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen? Richtig, ich werde live nachgucken. Okay, also Seite refreshen und schauen. Richtig. Ach Mann, das ist doch scheiße. Habt ihr einen Twitter-Account dabei? Ich ja. Anonym. Ach Mann, es geht bestimmt wieder auf den Sack mit Social. @yamisef. Mit Social Networks und der ganze Rotz. Alter, ich habe jetzt schon wieder schlechte Laune. Wirklich. Okay. Ich habe letztens einen Crashkurs in Instagram bekommen. Da kann man sich gar nicht über seinen Joker freuen, wenn man dann rausfindet, dass man halt einfach Scheiße getippt hat. Ey, Scramble wird so hart von hinten kommen, Alter. Natürlich kann Arne dadurch jetzt, wenn er sich dann, gewinnt die nächste Woche die Wette und sich auch einen Joker, kann er deinen Joker natürlich entkräftigen. Nee, du kannst nicht einfach die ganze Zeit irgendwelche Sonderregelungen reinhauen. Ja, Joker gegen Joker, ist ja klar. Das ist doch. Nee, was ist das für Bullshit? Was ist das denn für Bullshit, ganz im Ernst? Das ist wirklich Bullshit. Nee, das passt schon. Nee. Das ist halt dann ein Stich, ne? Durch. Alter, wie ich hier wirklich permanent. Permanent! Richtig hot von hinten genommen habe in diesen scheiß Podcast. Ja, jetzt wart doch mal ab. Wenn der Tweet von Nintendo nächste Woche über 5000 Likes hat, dann kannst du ja irgendwas Böses machen. Schreib's mal auf. Er schreibt sich's auf. Kam direkt zum anderen dazu. Ja, genau. Hat er sich nicht letzte Woche schon mal was aufgeschrieben? Ja. Das ist der gleiche Zettel, wo ich das aufschreibe. Das ist der gleiche Zettel. Was steht da drauf? Zu viel. Und zu durcheinander. Das schreibe ich jetzt im 90-Grad-Winkel zu dem anderen drauf. Weil das ist jetzt einfach nur Kritzel, Alter. Oh, ganz im Ernst. Wirklich jetzt mal. Was ist denn das für ein Bullshit? Joker löst Joker auf. Also jetzt. Alter. Und dann auch noch Gears of War 5, Alter. Das habe ich jetzt nur gesagt, um dich auf die Palme zu bringen, aber wie wir sehen, es klappt. Ja. Muss ich mir auch mal irgendwas aussagen. Ja, aber wenn ich irgendwie blind irgendwie rätsel und irgendwie auf einem Bein stehe und dabei meine Schätzung abgebe, kriege ich 2 Joker. Und dann kommt Florian, ja, das geht. Das hört sich plausibel an. Das ist doch Bullshit, Alter. Oh mein Gott. Genau so läuft's. Fühlst du dich gerade ein kleines bisschen ungerechtfertigt behandelt? Ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber warum? Weil er das Gefühl hat, dass du immer die Regeln endest, sobald er irgendwas machen kann. Ja, eben. Letzte Woche schon, wo ich gesagt habe, ey, okay, dann will ich aber nächstes Mal, wenn ich gewinne, Gears of War 5 raushauen. Kommst du an? Ja, ich führe jetzt eine Sonderregelung ein, das geht nicht mehr. Ja, weil sonst würden wir uns ja gegenseitig die ganze Zeit unsere Titel, die wir drin haben wollen, gegenseitig einfach raushauen und dann wäre da überhaupt keine Fluktuation mehr drin. Ja, aber was für eine Rechtfertigung hat denn das jetzt mit den Jokern, Alter? Ja, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, Einspruch zu erheben. Das ist absolut logisch. Ja. Das ist Bullshit. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, ich mach das jetzt so, weil ich habe einen Joker und das ist jetzt für immer. Ich hätte auch sagen können jetzt, weil ich selber Persona Scramble nicht drauf habe, will ich werde das nie nehmen. Das wird aber nicht der Fall sein. Ich werde Scramble voraussichtlich irgendwann nehmen. Aber damit ein bisschen mehr Action ist und du nicht dein Joker wirklich bis irgendwann behältst, muss halt auch ein bisschen Action rein. Ich will einfach. Und vor allem, es ist halt, dass ich deinen Joker negiere, ist genau dasselbe, wie wenn du sagst Tales of Arise auf Platz 1, dann sag ich so, ich setze jetzt meinen Joker und ich wähle Tales of Arise jetzt wieder raus. Kann ich das nochmal abändern hier? Oder habe ich jetzt meinen Joker einfach nur? Also wir sind jetzt eigentlich aus der Rubrik raus. Also eigentlich hast du jetzt einfach deinen Joker. Aber ist das schlimm, dass du jetzt den Joker hast? Noch hat Arne gar keinen Joker. Und vielleicht behält er auch keinen Joker nächste Woche. Vielleicht hat auch der Tweet nächste Woche 10.000 Likes, wer weiß. Vielleicht gewinne ich auch einfach.
Das ist, glaube ich, ähnlich. Ich kann übrigens keinen Joker nehmen, komm, weil nee, ich. Ja, komm, nee. Werde ja, ja nicht. Ach, kommt jetzt wieder eine Regelung. Warum kannst du keinen Joker nehmen, Alter? Das kann ich dir, das wollte ich dir gerade erklären, weil ich ja nicht mit euch diskutiere, wo welches Spiel hinkommt am Anfang. Ja, warum machst du dann die Wetten mit? Weil es Spaß macht. Richtig. Wenn du gewinnst, dann passiert nichts, oder was? Nee, wenn ich gewinne, kann ich einfach ganz gewöhnlich eine Sache ändern. Da habe ich auch ein bisschen was drin, aber ich werde nicht eine Diskussion mitmachen und deswegen auch keinen Joker behalten dürfen. Ich bin so kurz davor, zu Rage-Quitten einfach rauszugehen aus aber das ist doch eigentlich gut, wenn ich keinen Joker haben kann für dich, oder? Ich bin so kurz davor, Alter, wirklich so kurz davor. Schreibst du dir jetzt gleich noch was auf? Boah, Alter, Schwede. Das kumuliert sich wirklich von Woche zu Woche, werde ich also, so dir. Ich denke, jetzt mal in Verteidigung von Patrick, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwie so eine Regelliste aufschreiben, die dann manifestiert. Ich hätte kein Problem damit, wenn die Regeln einfach von Anfang an. Das mit dem Austauschen ist ein Problem, das hier angefangen hat. Da musste ich eingreifen. Ja, da. Okay, ja. Okay, aber das jetzt mit jetzt Joker ist der Patrick Joker. Es ist doch dasselbe, wenn du sagst, hey, ich wähle das da rein, dann sag ich halt die Woche drauf, ja gut, ich benutze oder jetzt meinen Joker. Oder es ist dein Joker gleich nach deinem und, ne? Es ist exakt dasselbe. Das ist mir doch scheißiger, ob sein Joker nach meinem Joker sitzt. Du setzt den Joker um. Mein Spiel rauswählen könnte ja dann eh nicht. Durch die Regelung von letzter Woche. Auf Platz 1 sitzen. Mach doch! Mach doch! Du könntest. Das ist mir doch egal! Naja, wenn du den Joker setzt und sagst, ich möchte Persona Scramble irgendwo hinsetzen, könnte er seinen Joker setzen und sagen, nee, ich setze Persona Scramble irgendwo hin. Da ist halt es ja besser zu negieren, als. Du machst es nicht besser gerade. Das macht mich jetzt noch wütender. Ne, das will ich ja verhindern, dass das passiert. Mit dieser Regel, mit dem Negieren. Alter. Weil sonst setzt er deinen Scramble direkt wieder weg. Was blöd wäre. Was ist denn das für eine Clowns-Fiesta, Alter? Oh mein Gott, ich hab nach nächster Woche gedacht, dass man Patrick nicht noch mehr zur Weißglut bringen kann. Aber jetzt gerade, das ist pures Gold. Das ist, ja, jetzt kann man auch Gold machen, Alter. Persona 5 Scramble kommt nur in Japan raus. Das ist mir egal. Es ist mir so egal. Ich will es. Ich brauche es. Mann. Ja, Joker spielt ist nicht Joker. Ey, du hast deinen Friends of Mineral Town bekommen. Weil, wenn die Regelung wenigstens auf deinen Mist gewachsen wäre, aber nein, die kommt ja von dem Typen, der heute verloren hat. Und du sagst dann einfach, ja, okay, mach mal so. Was? Welche Regelung? Ich hab das doch mit dem Stechen gerade gesagt. Ja. Bevor Arne hat Arne nicht gerade gesagt, es müsste irgendwie. Hä? Nein! Nee. Ach Gott, ich bin schon völlig. Ich bin schon völlig durch. Mein Hass, da streut wie so eine Shotgun. Einfach nur in alle Richtungen. Und du kannst es nachhören. Es ist. Ich höre mir das eh nicht an. Das ist uns klar. Oh Mann, Alter. Keiner von uns hört sich das nachträglich an, außer ich, wenn ich schneide. Oh, ich habe schon mal ein, zwei Mal reingehört, um zu schauen, wie wir klingen. Das klingt gut. Oder ob wir überhaupt, ob es überhaupt Leute gibt, die sich das anhören. Auf YouTube weniger. Wieso? Haben wir auf Twitch Leute, die sich das anhören? Nee, ich habe sie auch als MP3 auf der Webseite. Ah. Na, wie viel Leute haben sich den von letzter Woche angehört? Ich glaube 20. Wenn ich mich nicht irre. Ach, Mann. Letztlich kannst du aber heute schon mal eine Rage-Warnung in den heutigen Podcast reinschreiben, dass gegen Ende Patrick ausrastet und sich was notiert. Vor allem, dann wird es wie so ein Running-Gag, weil jede Woche irgendwas ist. Das weiß ich jetzt schon einfach. Und da kommt wieder irgendeine Regel, ja, ab jetzt darf Patrick nicht mehr ragen und sich irgendwas auf den Zettel schreiben. Weil dann kriegt irgendein anderer 20 Joker. Also, eigentlich wollen wir ja, dass du dir was auf den Zettel schreibst. Das ist ja lustig. Ja, das ist extrem lustig. Genau deswegen machen wir das ja alles eigentlich nur. Ich hoffe, du hast mehr als nur einen Zettel. Ich habe das Gefühl, du wirst dir noch öfter was aufschreiben. Er wird sich noch eine Mappe an. Ja, das wird wahrscheinlich ein Notizbuch.
Das stellst du dann öffentlich zur Verfügung. Das ist dann die Historie des Podcasts. Ja, das muss ich dann wirklich irgendwann einscannen. Aber. Ja, wahrscheinlich hast du auch irgendwann so einen richtigen Aktenordner. Ja, dann einfach nur, ja, ich habe das und das gesagt und dann Einspruch. Wählt sich einfach nur so in dem Ordner. Ja. An diesem Tag, am 20. Oktober, hast du aber gesagt, bla bla bla. So. Ja, dann erfinde ich halt jetzt eine Regel, damit ich das nicht mehr gesagt habe. Ja. Du darfst die Vergangenheit nicht einsetzen, sonst kriegen alle einen Joker. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Aber Patrick klingt schon, als hätte er sich etwas beruhigt. Ich denke auch. Das ist jetzt, eigentlich mehr Resignation als Beruhigung, aber. Ja, kennt ihr diese Stufen, mit denen man den Tod verarbeitet? Da bin ich gerade so ein bisschen. Ich bin jetzt auf irgendwie Verdrängung. Von Hass bin ich schon drüber hinweg. Ach, Mann. Oh, nee, ganz im Ernst, fickt euch. Ach. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier den Schnitt setze und einfach das jetzt hier beende mit dem Satz, aber. Warum nicht? Kannst du doch machen. Ja, mach doch eine Regel. Nein, nee, ich habe jetzt noch nicht auf Stoppen gedrückt und ich habe keinen Bock, am Ende was wegzuschneiden. Oh. Ja. Ja, gut, aber verabschieden müssen wir uns noch. Tja. Da würde ich sagen, Leute, lasst euch nicht von Patrick runterziehen. Wen zieh ich denn bitte schön runter? Ihr zieht mich runter! Ich bin ja das Opfer! Ja, obwohl sagen die meisten Täter. Ich bin wütend, obwohl ich die Wette gewonnen habe. Und das müssen wir erstmal hinkriegen. Also, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Denkt daran, ihr seid Herr über eure eigenen Entscheidungen, also erstellt euch selbst die Regeln. Und ihr sucht euch ja selber aus, ob ihr einen Joker haben möchtet oder ob ihr ihn einsetzen wollt. Also der Patrick, der darf das nicht. Ich hab das Klicken von dem Stift gehört. Da wird sich wieder was notiert. Das Gute ist, dass man das alles hört und ich das aufgenommen habe mit dem Stift. Oh Gott! Das ist so zu kotzen. Das ist einfach nur so zu kotzen. Oh Scheiße, ich heul. Ach, mir geht's ähnlich. Kann ich jetzt irgendwie, ja. Ich muss, wie machst du das mit den Fotos? Discord? Bist du über dein Handy oder was auf Discord? Ich mach's auf Handy, ich hab auf dem Handy auch Discord. Machst du Foto, tust du Discord oder was? Ja. Das müsste ich mal mit den ZDR machen, Alter. Nee, aber jetzt gehen wir mal. Ja? Ich kann's ja abfotografieren und dann in eine WhatsApp-Gruppe erstellen. Kannst du machen, ich baue den dann in den Podcast ein. Ja, pass auf, ey, ich bin noch nicht mal sicher, ob man das überhaupt noch lesen kann. Ist egal. Die Leute wollen es trotzdem lesen. Ja. Ach Gott. Und es wird nicht besser. Von Woche zu Woche, Alter. Jetzt hör doch mal auf. Wir waren doch gerade schon halb in der Verabschiedung drin. Ja, halb. Das ist halb. Wir wollen dir doch nur helfen. Ich will mich nur helfen, amüsieren. Ich krieg doch nicht mal ein ordentliches Foto hin, weil ich so. Ja, ich will ja nur sicher gehen, dass du nicht unfair behandelt wirst, dass es ordentliche Regeln gibt und Arne nicht irgendwas gegen dich ausnutzen kann. Ja, da musst du aber noch mal dran feiern, Alter. Weil so richtig kriegst du das nicht auf Dreier. Ach doch, ich glaube schon. Nee. Also ich habe jetzt noch, also ich von Arne habe jetzt noch keine Beschwerden bekommen. Ja, weil der bevorzugt behandelt wird. Nein! Der kleine Goldjunge. Mann, ja, es gibt halt immer ein schwarzes Schaf, Patrick. Nein, das ist alles logisch, was der Flo gesagt hat. Wenn wir jetzt fertig sind mit dem Podcast und du nochmal im Nachhinein logisch drüber nachdenkst. Da habt ihr's. Hast du den Zettel geschickt? Ja.
gehört. Sind ja auch zwei Seiten. Das ist ein kleiner Zettel drin, ja. Ach Gott, Alter, was ist das? Regel? Alle gegen Patrick? Erinnert dich an den Hass? Florian ist bei... Florian hat bei Adrian Odyssey Kommentare mitgezählt. Ich muss wirklich so eine so ein Excel-Dokument, weißt du, wo ich einfach nur Spalten. Wer Joker gegen Joker. Tales of Arise. Alter. Das ist echt gut. Aber ich bin schon gespannt. Ich glaube, du sollst dir für nächste Woche einen neuen Zettel dazulegen. Sonst weiß ich nicht, ob alles noch aufpasst. Ghostwire wegen runter wegen dämlicher Regel. Du hast anscheinend ein Problem, dich Regeln unterzuordnen, Patrick. Ah, nee, das war gut. Das war ein guter Podcast heute. Elden Ring gegen... Ach, Crossfire X, oh ja. Das ist auch wieder nicht richtig. Ich finde bisher die Argumentation Ghostwire runter wegen dämlicher Regel am besten. Das ist super. Vor allen Dingen, dieser Kommentar ist zeitlos, weil jede Woche irgendeine scheiß neue Kackregel reinkommt. Jede Woche. Ja, du hättest Joker, ja jetzt... Joker. Ich kann nächste Woche kaum erwarten, wenn du dann irgendwann sagst, ja, also das geht bei so nicht, ne, weil da ist diese Regel. Wir sind doch nicht bei UNO, Alter. Ich, immer wenn ich schon eine +4-Karte auf der Hand habe. Dann kannst du die auch mit einer +4 kontern. Nee. Florian würde sagen, ich habe aber eine 6 auf der Hand. Und mit der 6 kann ich einmal um den Tisch laufen, meinen Platz mit Arne wechseln. Und Arne hat dann irgendwie auch eine +4, die Dette aber wieder aufhebt. Und schwuppdiwupp bin ich, krieg ich 12 Karten auf der Hand, Alter. Das ist die schönste Metapher, die ich je gehört habe. Aber es ist im Prinzip ist eine Analogie des Lebens. Egal was du machst, das ist immer scheiße und am Ende zahlst du nur drauf. Oh. Du bist mein Held, Patrick. Du bist mein Held. Ja, du hast unseren Tag heute verschönert. Oh ja. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast den Tag deiner beiden Mit-Podcast-Kollegen deutlich schöner gemacht. Ich habe gewonnen, aber es fühlt sich nicht nach einem Sieg an. Für uns fühlt es sich schon nach einem Sieg an. Für mich fühlt es sich gerade auch nach einem Sieg an. Ich wusste gar nicht, dass du so leicht zu triggern bist, Patrick. Bin ich auch nicht, aber Alter, ich kriege hier wirklich Scheiße gegen den Kopf, Alter, wirklich die ganze Zeit. Als ob wirklich die ganze Zeit irgendein Typ neben mir steht, der mich immer nur so anpiekst. Mit seinem Finger. Ich muss gerade auch denken, dass die ganze Zeit gezücktes Papier gegen den Kopf geworfen bekommst. Ja, genau so, Alter. Irgendwann, weißt du. Alter, am irgendwann. Ende des Jahres erzählen wir dir dann, dass es alles nur ein Spaß war und wir uns in deine Kamera gehackt haben, um das als versteckte Kamera. Die habe ich abgeklärt. Der Hype-Index, der existiert eigentlich gar nicht. Es ist extra nur um dich. Ja. Deshalb bin ich auch immer so ruhig und gehe mit dir mit, weil ich weiß, dass du dich am Ende des Podcasts eh aufregst. ich hab bekommen, was ich wollte. Weißt du, Story of Seasons mit Fans of Middle Town ist auf der Liste drauf. Und trotzdem bin ich jetzt angepisst. Unfassbar angepisst. Kurze Frage, wie sieht es mit der Regel eigentlich aus? Nächste Woche erscheint Fire Emblem, das fällt dann raus? Richtig, okay. Das heißt, wir haben dann so oder so wieder einen Platz frei. Richtig, das heißt, wenn ihr das nächste Spiel, vielleicht, wahrscheinlich nehme ich hier deswegen dann noch zwei, wird bei dem ersten Spiel definitiv nichts rausfliegen, sondern nur verschoben. Okay. Was sind denn das für Spiele, die nächste Woche rauskommen? Sag's am besten nicht, ansonsten. Ich weiß es auch noch nicht. Notiere sich noch irgendwas. Welche Spiele ich dann nehme, welche ich nächste Woche nehme für den Podcast. Hast du eigentlich den Podcast schon beendet oder schneidest du das alles gerade noch mit? Das ist alles mit drauf. Wir sind doch voll on. Okay. Ja, geil, Alter. Da kann die Welt mal hören, wie ich permanent in den Arsch gefickt werde.
Sogar ohne Gleitgel und ohne Spuckel. Das ist. Alter. Ich krieg wirklich so eine Darmspiegelung mit einem Vorschlaghammer, Alter. Ist aber echt interessant, wie lange du dich darüber aufregen kannst. Das Bullshit ist wirklich. Dabei haben ich und Arno schon verabschiedet. Wir warten eigentlich nur auf deine Verabschiedung. Ja. Tschüss. So, solltet ihr bereits unseren aktuellen Podcast gehört haben, wisst ihr, ich habe ein gewisses Problem mit einer gewissen Figur und mit der nehmen wir es jetzt gleich erstmal auf. Okay. Fassen. Eieiei. Ich wusste nicht, von wo er kommt. Ei. Now that's just embarrassing. Okay, das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Ich muss erstmal reinkommen. Erstmal reinkommen. Alter. Lass mich das mal spawnen. Now that's just embarrassing. How'd you let me do that to you? Alter! Alter! Was ist das? Auf damit! Auf damit! Mach ihm echt gar keinen Schaden. Habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Im Podcast. Now that's just embarrassing. How'd you let me do that to you? Wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal Arnes Rat annehmen und einen anderen Weg nach Schandstadt suchen. Oh, weg hier. Nein. Now that's just embarrassing. How'd you let me do that to you?